No, Madam, no cry, denn wir jammen heute eine kleine Runde. Wir lesen jede Menge Fragen von euch vor und wir freuen uns darüber, dass es uns schon 10 Jahre gibt. Herzlich willkommen zu Kino Plus. Happy Birthday to you. Aber es ist doch nicht Geburtstag. Doch, doch, es ist Geburtstag. Es ist Geburtstag to you. Ja, oder? Happy Birthday to us. To us. Happy Birthday to Kino Plus. Happy Birthday to you. Was, oder? 10 unglaubliche Jahre. 10 Jahre. Wer hätte das gedacht damals? Ey, 14. Februar 2014 ist diese Sendung zum ersten Mal ins Internet geladen worden. In unserem geilen Ranzstudio mit dem schwarzen Molton, dem. Haben wir kein Foto? Doch, das ist auch die, wo du gesagt hast, ich komme hier nur einmal, ich kann Bock mehr beim nächsten Mal. Nee, ich glaube, ist das nicht. Das haben wir, glaube ich, nachgedreht für die eine Jubiläumsfolge. Ach so. Ja, also wir haben halt die tatsächlich auch so die gleiche Aufmachung und die gleichen Klamotten und dann haben wir nochmal so einen extra Nachklapp gedreht, den wir dann als Outtake so gesehen bei einer Live-Show gezeigt haben. Ich wollte gerade sagen, das klingt gar nicht nach mir. Ich glaube, das ist in der ersten Folge, ist das so ein bisschen da drin. Oder ist es vielleicht. Du sagst, können wir gucken, wer kommt, welche Gäste kommen, mal die, mal der. Hier gibt es ja viele, die interessiert sind. Und dann sagst du, also ich komme nur einmal, kannst du dich gleich mal darauf einstellen. Ja, und damit herzlich willkommen zur 10-Jahres-Ausgabe von Kino Plus. Und ja, ich denke mal, es werden schon einige auf die Zeitanzeige geguckt haben und sich darüber wundern, warum ist die kürzer, 10 Jahre, warum macht man das nicht länger und so weiter und so fort. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir mussten diese Sendung heute hier ein bisschen vorverlegen und ein bisschen umplanen, denn ich muss an dem eigentlichen Tag, an dem wir normalerweise aufzeichnen würden, muss ich auf eine Beerdigung und dementsprechend sind wir jetzt hier Dienstagabend und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und das machen wir in Form von euren Fragen. Wir haben euch nämlich gebeten, Fragen einzuschicken nach 10 Jahren, die ihr noch immer stellen wollt oder noch nie gestellt habt oder immer noch mal stellen müsst. Warum auch immer. Es gibt ja die ein oder andere Geschichte, die hier noch nicht ganz vollzogen ist hier. Ne? Was denn? Ja, wir haben noch zum Beispiel so ein Bösewicht-Spezial. Das wollen wir auch noch mal zu Ende bringen. Von Wolf und Wolf, Gregor und Colin, glaube ich, waren das. Und auch dazu kurz einmal angemerkt, ich muss die Listen wiederfinden. Das wird ein bisschen schwierig. Heck, oder? Weil durch den Umzug von mehreren Schränken und mehreren Lagerungsstätten unserer Requisiten und so weiter, sind die irgendwo eingepackt worden. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr wo. Und ich kam bislang wirklich nicht dazu. Also ich gucke immer wieder, aber ich habe sie immer noch nicht gefunden. Aber wir versuchen es dann anhand der bisherigen Folge nochmal zu rekonstruieren. So, liebe Freunde, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen lasst uns gerne so schnell wie möglich mit natürlich einer liebgewonnenen Tradition weitermachen. Ach so, du willst, nimm dir ein Stück Kuchen. Ich frage gerne erstmal Andi. Ich habe gerade schon von Mel ihren Geburtstagskuchen von Mel habe ich gerade schon angetestet. Aber ich werde gleich eine Ecke von. Vielen Dank nochmal an die liebe Mel, die uns hier noch einen Kuchen hingestellt hat auf die Schnelle, damit wir hier ein bisschen Gebühren feiern können. Und ja, Andi, was hast du denn zuletzt gesehen? Ich habe vieles angeguckt. Du weißt wahrscheinlich, was ich gesehen habe, ne? Ja. Ich habe aber eine vorher für eine Frage, weil ich habe nochmal in Fall reingeguckt. Ja. Das ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. Habe ich damals, weiß nicht, vor 3 Jahren gesehen, als jemand, der halt Angst vor Höhen hat. Und das ist halt, 2 Mädels klettern so eine große Radaranlage hoch. So, und ich habe damals gesagt, eigentlich ist der ganz effektiv, nur die Effekte sehen halt wirklich nicht wirklich gut aus. Also es ist fast schon. Soll ich dir abschneiden? Nee, noch nicht, danke. Und ich habe gestern mal reingeguckt, einfach nur, weil ich wissen wollte, ob so eine Kameraeinstellung immer noch funktioniert. Und auf einmal sind die ganzen Effekte cool. Du meinst, die haben den überarbeitet? Es sieht so aus, das ist meine Frage. Ich würde gerne wissen, ob das jemand, ihr wisst es wahrscheinlich nicht. Weißt du, ob der im Rahmen der Akquise durch Amazon Prime, ob die gesagt haben, ja, wir nehmen den, aber wir müssen da noch mal die Effekte anfassen und haben da noch mal ein bisschen reingebuttert, dass es vernünftig aussieht? Dann müsstest du doch ins Ausgangsmaterial reingehen, oder? Ja, klar.
Das kannst du wirst ja nicht, du wirst ja nicht eine bisherige, weiß ich nicht, DVD, DCP, Blu-ray-Ausspielung. Die kriegen da natürlich das Rohmaterial. Die kriegen das. Ich sag, das wäre eine Gegangenheit, die ich nachvollziehbar fände. Aber es würde mich total überraschen, wenn ich jetzt wüsste, dass das die gleichen Effekte von vor, ich weiß nicht, wie alt er ist, 3 Jahre, 2 Jahre, die gleichen Effekte waren wie damals, weil damals war es auffällig schlecht. Und jetzt ist es sogar teilweise so, dass du denkst, oh, das sieht sogar vom Licht her ganz okay aus. Vielleicht hast du deinen Fernseher aber auch anders eingestellt. Naja, das checke ich immer. Ja? Es sind wirklich, es ist die Form des Trackings, des Keys. Ich habe das Gefühl, die haben dann extra nochmal so ein Lensflare so an den Rand gelegt. Sieht alles viel besser aus. Also wisst ihr nicht, wollte ich nur fragen. Nein, nein. Okay. Also ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass man extra für einen Streamingdienst nochmal das Ausgangsmaterial anfasst, um es dann vielleicht ein bisschen aufzupolieren. Das sah wirklich teilweise peinlich. Aber ich habe auch nicht zu Ende geguckt. Egal. Das fand ich seltsam. Und dann habe ich gestern endlich einen Film nachgeholt, den ich eigentlich aus welchem Grund auch immer nie vorhatte, wirklich zu gucken. Obwohl ich die Musik liebe und den Regisseur sehr mag und das Team auch. Und obwohl es eigentlich als so Teil, als beinahe Inbegriff von New Hollywood gilt, nämlich Midnight Cowboy. Ich höre den Soundtrack seit 30 Jahren. Ich liebe vor allem den Main-Song. Und ich kannte nur diese berühmte Szene, vor der immer erzählt wird, das wäre ein Outtake und das wäre halt zufällig passiert. Dustin Hoffman und John Voight gehen durch New York, mit einer Zoom-Kamera gefilmt, ganz weit weg und gehen über eine Straße und unterhalten sich und dann will ein Taxifahrer vorbeifahren und dann schnaufen die sich kurz an. Und das ist halt so ein bisschen im Begriff, weil damals so ein bisschen der Tenor war, ja, das war alles Freestyle und heimlich in der Stadt gefilmt und dann kam ein Taxifahrer vorbei und dann hat Dustin Hoffman das halt improvisiert. Und so stimmt natürlich alles nicht. Aber das war das, was ich von dem Film kannte. Und ich hatte immer ich wurde immer abgeschreckt von diesem Begriff Cowboy. Ich habe ein großes Problem mit Cowboys, immer schon gehabt. Ich finde das einfach doof. Das Outfit, den Style. Und ich wusste nicht, was es bedeutet in Form dieses Films. Ich wusste nicht, dass es um einen Callboy geht, der sich als Cowboy verkleidet, naiv nach New York geht, aus, ich weiß nicht, Texas oder so, und dann da halt sein Geld machen will, weil er glaubt, Callboy sein mit den reichen Weibern in New York ist ja voll easy. Also er ist auch ein bisschen, aber das wird auch aufgedröselt, warum er ein bisschen ist. Und dann kommt er ran, wird einmal von New York einmal durch die Mangel gedreht, ja? So wie das halt in solchen Filmen so ist. Und ich finde das super interessant, weil das, ich musste nochmal nachgucken, war der vor oder nach Taxi Driver? Weil der ist so ähnlich, so ähnlich in vielen Ideen. Nicht nur, dass John Voight dann natürlich auch vorm Spiegel steht und mit sich selber spricht und solche Momente. Und nicht nur, dass das natürlich dann in der düstersten Ecke von New York spielt. Alles schmutzig, alles dreckig, alle arm, alle fertig, jeder bescheißt jeden. Heißt der auch Midnight Cowboy? Ist das ja, auf Deutsch Film? Heißt der Asphalt-Cowboy, heißt der auf Deutsch. Von dem englischen Midnight Cowboy. Ja. Der ist von, ich glaube, 68 oder 69. Auf jeden Fall, und der hat alles, und jetzt verstehe ich das natürlich auch. Ich gucke dem her und denke, ach, so ein Film ist das. Ich fand den wirklich, wirklich schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte auch hier nur reingucken, mal gucken, wie der Anfang so ist und das Gefühl. Und ich bin dran geblieben, und vor allem der Schnitt ist wirklich für diese Zeit unglaublich kreativ. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es würde mich nicht wundern, wenn der Preise gewonnen hat. Die machen ganz viel Parallelmontagen, ganz viel experimentelle Momente und selbst so einfache Situationen, wie wenn er sich plötzlich an irgendwas Schlimmes in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit erinnert, wird das halt zack, zack, zack plötzlich mit ganz vielen schnellen Schnitten gemacht, mit toller Musik. Und immer wenn ein Radio irgendwo läuft oder ein Fernseher läuft, wird da quasi das Geschehene so satirisch dokumentiert oder persifliert oder kontrastiert und so. Ganz, 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 ganz toll. Also, wer den nicht kennt, Bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Tierbuch, adaptiertes Drehbuch, kein Schnitt. Das wundert mich, dass er keinen Schnitt bekommen hat. Ja, verstehe ich vollkommen. Vor allem, weil das auch so neu, ich spüre förmlich, wie neu das war. 5 Jahre vor hast du noch die großen Kameras und klasse Studio und dann hast du plötzlich die jungen Wilden, die durch die Straße laufen. Also der das ist so schön, diese ganz genau, der Taxi Driver und vielleicht auch noch ja, der, also sein French Connection, das fühlt sich alles so. Den habe ich noch nicht reingeguckt. Ist geil, ne? Richtig gut. Ja. Wirklich. Und du weißt auch nicht, wie du den Hauptdarsteller finden sollst. Am Anfang dachte ich, soll ich den jetzt gut finden? Soll das cool sein oder soll das ein Arschloch sein? Vorbei. Egal. Vorbei. Ja. Der Gewinn von Midnight Cowboy als bester Film gilt ja so ein bisschen als eine der nicht unbedingt die Initialzündung, sondern zumindest aber als ein Meilenstein oder beziehungsweise als eine Sternstunde des New Hollywood Kino. Also damit ging es dann ja. So wie Easy Rider auch. Zum Beispiel, genau. Also
Natürlich wissen wir, es hat vorher angefangen, das haben wir auch schon alles in unserem Spezial irgendwie aufgedröselt, aber dass der halt diesen Oscar gewonnen hat, das war damals so irgendwie eben genau der Beleg dafür, dass das, was die machen, plötzlich, ja, preiswert oder beziehungsweise salonfähig. Ja, aber trotzdem, und dann so dreckig und so deprimierend und alles sind negative Personen, ja, sogar der Hauptdarsteller und Dustin Hoffmann als schmieriger Italo-Abzocker mit hinkendem Bein, so überzeugend, ey, der Typ ist so, also, naja. Aber zu dieser Geschichte, ne, ich hatte das immer so verstanden, dass das schon ein Set war, beziehungsweise es war schon abgesperrt, die wollten da drehen, aber der Taxifahrer hat es halt Taxifahrer war eingeplant. Hat es nicht mitbekommen und ist halt da durchgefahren. Nee, aber das hat, ich glaube, Hoffmann hat das immer so erzählt. Ist ja auch eine geile Geschichte für den Film. Aber im Rückblick haben jetzt viele gesagt, auch Kameramann, nee, es war alles geplant, dass der da lang fährt und so. Ja. Ich glaube sogar, was sie sagen oder so. Egal. Ich wollte nur sagen, es freut mich, dass ich hin und wieder dann Filme entdecke, die ich vor mir her schiebe, 1000 Jahre und eigentlich keine so richtige Lust habe und plötzlich dann positiv überrascht werde und denke so, wow, ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Ganz toll. Das hast du gesehen? Ich? Oh ja. Ich hab. Holdovers. Ja. Der Kuchen hat mich gerade. Kuchen hatte ich fertig gemacht. Die Gier hat gerade wieder über den Verstand gesiegt. Jetzt mir. Schlecht? Ein bisschen. Was hast du gestern Abend gesehen? Nee, gestern Abend habe ich gar nicht. Gestern Nacht. Du hast vorm Rechner gesessen, du hast dir irgendeinen YouTube-Film angeguckt. Was hast du dir angeguckt? Hast nichts angeguckt? Willst du nicht wissen. Eintracht-Kram. Ja, okay. Montags ist immer mein Eintracht-Kram. Ich hab doch das Gefühl, du twitterst nur noch Fußballsachen, ne? Ja, weil, ja. Weißt du warum? Weil Meister. Da kenne ich mich besser aus als die anderen. Ja, das ist doch ein vernünftiges Argument. Für kann mich. Keiner was. Kann zumindest ich, bist du davon überzeugt, dass du dich mehr weißt als. Ja. Aber, ja, und es ist keine Politik. Es ist, Auto. Es ist, die Grenzen sind klar. Es ist klar, dass ich alle anderen scheiße finde. Keine erwartet. Es ist auch legitim, dass du. Ist auch legitim. Scheiße. Es wird nicht erwartet, dass ich tolerant bin oder so, sondern ich kann einfach sagen, Frankfurt sind die geilsten, alle anderen sind scheiße. Das, ja, das ist, fühlt sich gut an. Und ich kann da alles rauslassen. Auch so. ich habe den letzten Film, den ich gesehen habe, war The Holdovers im Rahmen meiner Oscar-Vorbereitung. Er ist ja auch nominiert, glaube ich, für besten Film. Also Paul Giamatti, glaube ich, für beste Hauptdarsteller und. Die Dame, die Joy, Divine Randolph, wie sie heißt, die ist für die beste Nebenrolle. Die hat auch einen Globe gewonnen. Genau. Ich, ja. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich wusste natürlich Alexander Payne, ne? Also Sideways und so. Und, ach ja, gleiches Team, ne? Ja. Paul Giamatti war auch bei Sideways, genau. Ne? Die sind ja so immer. Und ich weiß, dass ich die Filme von dem immer mochte, aber dass die halt nie irgendwie, also die sind immer so. Ein bisschen arthausig, ne? Aber nicht zu anspruchsvoll. Die sind eigentlich immer ein ganz netter Flow, aber die haben nie sowas über, also die haben nie sowas ganz Überragendes oder so, sondern die sind immer irgendwie so. Ja, erzähl mir doch mal den. Hohe Qualität ohne besondere. Was ist denn der besondere Teil von Sideways? Ja. Erklär das mal. Und so ist eigentlich auch, in dieser Manier ist eigentlich auch The Holdovers. Und da ich nicht so richtig wusste, ob es eine Komödie ist oder ob es das was Trauriges ist, ich wusste es nicht so sehr. Ich habe mir aber gedacht, dadurch, dass das für einen Oscar nominiert ist, habe ich eigentlich schon das Schlimmste erwartet. Ja, also habe ich, ja, irgendwas, Krebs oder der stirbt so. Und hinterlässt und weiß ich nicht was. Ja. Und dann war ich am Ende, war ich richtig positiv überrascht, dass ich so gut gelaunt war nach dem Film, weil das ist ein richtiger Feel-Good-Film eigentlich, ja. Der fängt zwar nicht so an, ich würde sagen, am meisten hat er mich noch hier an talentierter Mr. Ripley so ein bisschen erinnert. Also es geht halt um die Beziehung von einem. Was ist das für eine Schule? Ein Internat? Ein Internat? Also College, glaube ich. Ja, Pre-College, weil da sind ja auch noch Jüngere irgendwie. So Pre-College-Internat, aber im Prinzip sind da hauptsächlich reiche Kinder, auf die die Familien, sag ich mal, keinen Bock oder keine Zeit haben, aus welchem Grund auch immer. Und am Anfang ist es noch so ein bisschen Breakfast Club-mäßig, so 4, 5 Characters, die alle über Winter, also über die Weihnachtsferien, auf dem Internat bleiben müssen, weil die Eltern aus verschiedenen Gründen keine Zeit haben, die Kinder aufzunehmen. Dann bleiben die auf dem Internat und dann wird ein Lehrer abgestellt, sozusagen, in dem Fall Paul Giamatti, sozusagen nach dem Rechten zu sehen, auf die Kinder aufzupassen während dieser Zeit. Interessant. Und dann ergibt sich aber so, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass dann von der Clique der reiche Vater kommt mit dem Hubschrauber angeflogen und sagt, ey, ich nehme euch alle mit in unser Skihaus. Und der eine, aus welchem Grund kann er nicht mit? Er darf nicht. Er darf nicht. Weil Mutter hat irgendwas gesagt. Irgendwie, auf jeden Fall darf der nicht mit. Das heißt, am Ende bleibt nur noch ein Schüler übrig.
Paul Giamatti, der Lehrer, und die Küchenhilfe. Ach so, die sind alleine im Internat. Die sind alleine quasi in diesem Internat. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Vorgeschichte ist halt, dass Paul Giamatti ist halt ein frustrierter alter Sacklehrer, der seine Schüler auch auflauft, der eigentlich hasst er die Schüler dort. Ja, er findet, das sind reiche, verwöhnte, ätzende Kinder. Und die mögen ihn nicht, er mag die nicht. Er gibt denen richtig viel Hausaufgaben immer auf oder Übungen und so weiter. Und sagt auch, ja, jetzt hier, nur weil Ferien sind, wir machen hier stramm weiter Programm und so weiter. Und ist halt richtig ätzend eigentlich. Und der Junge, der da bleibt, ist eigentlich auch ätzend. Ist auch irgendwie so ein Troublemaker und so. Du merkst zwar, dass der irgendwie hat der was, also der Schauspiel auch sehr gut ist, ne? Auch sehr, sehr charmanter. Ich habe ja den Namen vergessen, aber der hat schon so eine gewisse, der hat schon eine gewisse, ich glaube, den werden wir also häufiger sehen. Der hat schon eine gewisse Star-Quality an sich, finde ich. Mhm. Und dann ergibt sich eigentlich so fast ein Roadtrip, ohne jetzt zu viel zu verraten. Dann gehen die irgendwie in die Stadt, in ein Restaurant an Weihnachten und lernen sich halt über den Verlauf dieser Wochen, lernen die sich halt so ein bisschen besser kennen. Und dann ist es eigentlich meiner Meinung nach ein Remake von Scent of a Woman. Ach, du meinst Good Will Hunting eben. Good Will Hunting, was habe ich gesagt? Talented Mr. Ripley. Ja. Ich meinte Goodwill. Ich dachte auch so, sind wir bei Saltburn gerade? Nein, ich meinte, sorry, Goodwill Hunting und Duft der Frauen. Duft der Frauen eigentlich sogar noch mehr, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Freundschaft zwischen Alt und Jung. Genau, so Freundschaft zwischen Alt und Jung, die zwar aus zwei unterschiedlichen Welten kommen, aber sich gegenseitig irgendwie heilen. Irgendwie voneinander lernen, jetzt nicht auf die Klasse, ich bring dir was bei, sondern irgendwie durch verschiedene Events, die dann im Laufe dieser Zeit passieren, hauptsächlich so durch den Roadtrip. Und dann kommt noch die Küchenfrau mit, die so eine Wuchtbrumme ist, die so, die aber auch, die hat, glaube ich, ihre Tochter verloren. Sohn. Und trauert darunter, ja. Und dann sind die quasi zu dritt unterwegs und passieren halt ein paar Sachen und so weiter. Und ist dann eigentlich so eine, also da, es passiert wirklich eigentlich nichts Schlimmes in dem Film, wenn ich mal so überlege. Oder generell nicht viel. Es passiert generell nicht viel, aber es passiert auch nichts Schlimmes. Es gibt nicht den klassischen Selbstmord, die aufgeschnittenen Pulsadern erhängt oder sonst erschossen oder sonst was, sondern es ist eigentlich unspektakulär und eigentlich weißt du auch schon von der ersten Minute, wie es ausgeht. Aber alles, was der Film macht, das ist so typisch Alexander Payne, macht er in so einer Perfektion, wo ich sagen würde, das ist so richtig Oldschool-Film-Magic. Hm. So richtig, ja, also nicht viel gut durch Kitsch, sondern coole Charaktere, die du irgendwie magst, von der ersten Sekunde an dich freust, wenn die Screentime kriegen, die irgendwie gut miteinander auskommen, in Sachen passieren, die dich interessieren und auch dann am Ende irgendwie das alles irgendwie rund und schön wird und so. Auch nicht übertrieben, es war jetzt nicht so, dass ich mega krass heulen musste. Ich habe einmal so ein bisschen schön, so, weißt du? Aber es war jetzt nicht so, aber also wenn man jetzt heute aber so macht, solche Filme, hast du ja selber gesagt, macht der Typ auch nicht. Genau, und wenn aber heute zum Beispiel Duft der Frauen guckst, würdest du wahrscheinlich sagen, weil auch natürlich 90er so, ne, ist der schon so ein bisschen überhöht mit dem Ferrari, mit dem Tango, mit dem Schlussplädoyer. Das sind alles coole Szenen, aber die sind nach heutigem Maßstab nicht subtil oder subtil, genau. Oder realistisch, ja. Ja. So diese blinde Ferrari-Fahrt. Da ist Holdovers deutlich geerdeter. Da ist Holdovers halt einfach 2024 geerdeter. Aber deshalb habe ich auch gesagt, der wird dir auf jeden Fall gefallen, bin ich mir sicher. Weil das so ein Film ist, den guckst du und danach sagst du dir, ach, das war doch mal schön. Oh, ne? Ich kann auch gar nicht sagen, und die schauspielerischen Leistungen, Paul Giamatti, super. Hat der eigentlich wirklich so ein Schielauge? Nein. Das habe ich mich auch gefragt, als es in dem Film so arg thematisiert wurde. Nein, ich habe kein schiefes Auge. Ich habe es bisher aber auch noch nicht rausgefunden. Aber dann frage ich mich, wie die das gemacht haben. Ja, Trick. Digital vielleicht. Weil der ganze vielleicht Film ist, hat er auch einfach nur eine Linse drin gehabt. Ah, okay, so, weil der schielt halt die ganze Zeit in dem. Und ich habe gedacht, hä, das ist mir noch nie so aufgefallen, dass der so ist. Es ist natürlich ein bisschen, was man sagen kann, es ist ein bisschen Typecast, Paul Giamatti. Ja, also Paul Giamatti spielt Paul Giamatti, wie er eigentlich fast in jedem Film ist, finde ich. So dieser bisschen miese, petrig gelaunte, so, ja, irgendwie sympathisch, aber auch irgendwie grumpy old man. Und irgendwie merkt man das unter dieser Fassade, aber ist irgendwo ein kleiner lieber Teddybär, der einfach nur zu viel Scheiße erlebt hat im Leben. Und man muss das wieder so rauskommen. Kannst du gut relate mit, ne? Ja, kann ich tatsächlich sehr auch äußerlich. Ich werde euch irgendwann noch mal überzeugen, hier diese Barney-Story noch mal mit mir zu gucken. Ja. Paul Giamatti. Ja. Barney? Barney's Vision. Barney's Vision, Entschuldigung. Ja. Nee, Barney's Version. Ja. Version, Barney's Version. Ja, da hast du ja auch schon ganz oft von erzählt. Ganz toll, ganz toll. Das ist nämlich genau sowas. Ja. Art. Also. Okay, gut.
Ich habe noch eine Empfehlung für euch, wenn ihr mal wieder Bock habt, was ich glaube, ihr kennt den Film auch nicht. Eine total, total verrückte Welt. It's a Mad. Hast du den schon gesehen? Ich habe mit dir schon tausendmal darüber, auch in der Sendung gesehen. Nee, nicht über den. Niemals. Eine total, total verrückte Welt. Mit dem Autorennen. Ja, genau. Unter einem großen, naja, aber es ist kein Autorennen, ne? Nein, unter dem großen W. Unter dem großen W. Ich spreche ständig davon. So in meiner Kindheit, ich habe den tausendmal gesehen. Jetzt sagt mir doch mal jetzt, wie der im Englischen ist. Das ist der. It's a mad, 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 mad world. Viermal mad. Pass auf. Autounfall, 6 Leute kommen da angefahren, Typ stirbt, der Autofahrer sagt, ja, ich sterbe jetzt, aber holt meinen Schatz, der liegt da und da unter einem großen W. Und dann hauen die alle los und wollen den Schatz. Es ist quasi, auf dem Highway ist die Hölle los in alt. In den 60ern, aber genau. Bevor es halt auf dem Highway ist die Hölle los gab. Ja. Aber genauso verrückt. Mit so einem gezeichneten Cover. Hier, ne? Hast du mal Red Race gesehen? Ja, das ist die Vorlage davon. Das ist das Remake. Ah. Und ich habe den jetzt endlich mal, also ich habe den jetzt gesehen. Geil, oder? Und ich war beeindruckt. Ey, also, die Tänzerin, die Frau, die bei dem Typen die ganze Zeit in der 63. ey, also was geil ist, die Stunts sind teilweise wirklich hart. Also die sind wirklich, also haarscharf und beeindruckend so, weil da wirklich ein paar Aktionen dabei sind, wo du denkst, Alter, da ist der jetzt aber auch wirklich ganz knapp vorbeigeschrammt so. Die Panavision-Bilder sind der Hammer. 70 mm. Darsteller, ich finde, die Darsteller sind doch alle der Krach. Ja, wirklich breiteste Leinwand und dann so Kapriolen mit Flugzeugen gesehen, und was weiß ich. Dann sind da halt wirklich all diese ganzen Leute, die du früher immer in diesen Disney, Elvis Presley, Jerry Lewis, Herbie und in all diesen Filmen hast du die wahrgenommen und hier tauchen sie alle in einem Film auf, plus noch hier Columbo ist mit dabei. Peter Falk. Jerry Lewis taucht selbst auch noch mal auf. Die Stooges sind irgendwie am Ende noch am Start. So. Aber diese Szene, wo die Mutter bei ihrem Sohn anruft. Alter, und ey, lass mich zufrieden mit der Mutter. Ja, das war wirklich der einzige Faktor. Mickey Rooney. Ja, ey, ja. Das war wirklich der einzige Faktor, wo ich in dem Film gesagt habe, ey, halt's Maul. Hast du ihn auf Deutsch oder Englisch gesehen? Sowohl als auch. Weil das Ding war, ich habe dann gesehen, die Fassung, die bei Amazon Prime gerade erhältlich ist. Da ist die Intermission mit dabei, da ist das Opening dabei mit der Ouvertüre und der Abspann-Song, wo halt kein Abspann läuft. Mhm. Aber es ist trotzdem nur die Kurzfassung. Es ist nicht die 197 Minuten. 197? Es gibt eine 197-Minuten-Fassung, wo teilweise auch Konzeptzeichnungen irgendwie mal früher mit eingearbeitet wurden. Das haben sie halt wohl durch Archivmaterial wieder retten können. So. Mhm. Aber es gibt eine 197-Minuten-Fassung auf jeden Fall von Criterion. Wow. Aber hier in Deutschland gibt es nur diese 100. Und ich guck mir den, also ich mach den Film an, weil ich dachte halt so, ja, Spencer Tracy. Und ich war gerade durch Stanley Kramer, hier, Urteil von Nürnberg, hatte ich geguckt mit Spencer Tracy, auch von Stanley Kramer. Und dann habe ich gedacht, dann wurde mir der Film angezeigt, hab ich gedacht, ey, guck's mal rein, so, ja. Und. Das sind zwei sehr unterschiedliche Filme. Also wirklich zwei sehr unterschiedliche Filme. Und dann gucke ich auf die Laufzeit und denke mir so, was? 2 Stunden 39? 1963. Ja, und 1963, 2 Stunden 39. Das war ein Eventfilm. Ja, und das ist halt wirklich, das ist auf dem Highway ist die Hölle los in alt. Aber so, ich finde das so witzig. Und es geht eine Menge kaputt und alles Mögliche. Also, ich glaube, ich habe den als Kind mal gesehen. Die wollen einfach nur dahin zu diesem großen W, wobei sie nicht mal wissen, was das W genau ist. Ja, Hollywood wahrscheinlich, oder? Nee, sind in irgendeinem Park. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ey, also sollte man mal einen Blick reingeworfen haben, wenn man mal so ein bisschen Verständnis haben wollte, wie auch Filme wie zum Beispiel 1941 von Steven Spielberg entstehen konnten. Ja. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Crazy Taxi von Sega sich auch Anleihen aus diesem Film rausgenommen hat. Crazy Taxi. Weil es gibt da eine Verfolgungsjagd mit zwei gelben Taxen, die halt genauso aussehen wie bei Crazy Taxi. Und die ist so krass, die Verfolgungsjagd mit diesen beiden Autos. Das ist ja immer wieder geil, wenn man ältere Filme sieht, die man nicht kannte, und dann feststellt, wie viele moderne, auch Meisterwerke oder einfach Filme, die man mag, wo die ihre Inspirationen her haben. Das gibt's ja ständig, ne? Ob das bei Pulp Fiction 8 mm oder Kennst du Sindbads siebte Reise? Ja. Ja. Ich musste noch mal so Ray Harryhausen. Ich musste so staunen, die Szene, wenn Sindbad sich mit der Palisa über diesen Abgrund schwingt, ist halt 1:1 in Krieg der Sterne. Natürlich, ne? 1:1. Natürlich. Ah. Ja, voll geil. Und das gibt's halt ständig. So ist mir bei, was habe ich da, diesen, nicht. Humphrey Bogart, na, Casablanca? Casablanca. So, da gibt's ja auch so Sachen, wo ich gesagt habe, das erinnert mich an Indiana Jones teilweise. Ja, guck dir mal diesen anderen Film an. Ich weiß nicht, hat so einen Namen wie Schatz im Silbersee oder so. Das ist wirklich. Schatz des Sierra Madre. Ja, Schatz des Sierra Madre. Habe ich mir nämlich dann auch immer angeguckt. Das sind teilweise die gleichen Einstellungen. Ja. Also, es ist super. Aber ich finde das charmant trotzdem. Ja, klar, also, auf jeden Fall. Man trägt damit ja auch so ein Stück weit
Also das ist ja nicht klauen, sondern es ist ja eher... Ich fand das so toll, ich will das auch machen. Tarantino klaut ja nicht bei Leone, sondern verbeugt sich ja vor Leone, ja. Und so, also das ist ja... Ja. Nee. Ja, aber das so bringt mich, so sehen, das bringt mich auch zu unseren. Und der klaut bei Leon. Was? Ja, das bringt mich zu meinen aktuellen Starts, denn da ist ein Film dabei, der macht es auch mal wieder ganz angenehm, sich so ein bisschen vor anderen zu verbeugen. Und ja. Wollen wir machen? Schnell ja, eben. Let's go. So, gibt's einen kleinen Bumper? Der Film, von dem ich geredet habe, der heißt Linoleum oder Linoleum, das All und all das, ist mit einem Comedian, dessen Namen ich nicht genau kenne, beziehungsweise den ich vorher noch nicht, von dem ich noch nichts gehört habe. Der spielt hier so eine Art ehemaligen Erklärbär aus dem Fernsehen. Mhm. Ja. Ja, und er geht eines Morgens zum Briefkasten und dann knallt ihn. Er ist ja. Jim Gaffigan, oder? Jim Gaffigan, genau. Und der den spielt. Den kenne ich, glaube ich, auch. Nee, ich kannte ihn nicht. Ich kannte ihn nicht. Auf jeden Fall, genau, Rhea Seahorn spielt seine Ehefrau. Da ist sie. Und ja, wie gesagt, er geht eines Morgens zum Briefkasten und bam, fällt ein roter Sportwagen vom Himmel runter. Und in diesem Auto war jemand drin, der fast so aussieht wie er. Ja, nur mit halt so einem Schnorris. Ja. Und der steht aber plötzlich bei ihm in der Arbeit und sagt halt, das ist jetzt der neue Host für die Show, die du eigentlich konzipiert hast. Twilight Zone, perfekte Twilight Zone-Folge. Und dann knallt noch eine Raumsonde bei denen in den Garten. Ja, und sie müssen, sind gezwungen auszuziehen, aber er geht noch mal gucken und entschließt sich halt dann darauf hin, aus dieser Raumsonde eine eigene Rakete zu bauen. Was? Was ist denn das für eine Geschichte? Ja, also Donnie Darko all over the place. Ja, ja. Ich auch gerade. Also wirklich Donnie Darko, all over the place, aber ich sag mal nicht ganz so stark auf jeden Fall, aber trotzdem ist schon lustig und vor allem die Figuren sind echt sympathisch. Ist es Comedy oder ist es skurril? Einfach? Es ist skurril, Comedy ist ein bisschen, also ich bin auch nicht so ganz schlau draus geworden. Ist ein bisschen Drama, ist ein bisschen Comedy, ist ein bisschen Mystery, alles dabei. So. Okay. Und ja, ist ein kleiner Start, der wird wahrscheinlich komplett untergehen, aber ich habe mir gedacht, komm, dann einmal hervorheben. Ich kann euch auch nochmal einen Screener geben, wenn ihr Bock habt, finde ich. Ja. Ja. Dann gibt's das Regiedebüt von Dennis Moschito, unserem Kollegen aus Chico. Der hat jetzt einen eigenen Film gemacht, der heißt Schock. Darin spielt er einen Arzt, der seine, wie heißt das, Approbation verloren hat. Und deswegen behandelt er jetzt nur noch Patienten, die halt eben nicht irgendwie registriert. Er hat Regie geführt und spielt Hauptrolle, oder? Genau. Okay. Spielt in Hamburg? Ich weiß nicht, wo es spielt. Warum kommt der nicht in die Sendung, Bruder? Ja, stimmt, den müssen wir. Dennis, was los? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Also ich bin gespannt drauf, weil der Film soll wohl sich sehr an Pusher orientieren. Ja, mit sehr dichter Kamera dran und so weiter und halt, wie gesagt, auch das Milieu so aufgreifen. Und ich bin gespannt, ey, ich möchte ihn gern sehen. Und dann ja, wäre es cool, wenn Dennis mal wieder Zeit hätte. Langes her, ne, dass er mal da war. Oh, Pusher ist so ein guter Ansatz. Krieg ich wieder Bock auf Pusher. Pusher kriege ich mir alle zwei Jahre an, alle drei. Echt? Ja. Und ich kann verstehen, wobei die Kamera natürlich eine ganz andere ist. Ne? Ja. Pusher ist ja wirklich das Dreckigste und Wackeligste, was man denken kann. Aber ich verstehe diesen Ansatz, dieses Gefühl von Pusher, jetzt in die heutige Zeit drin zu sein. Und er soll halt auch eine echt gute Herde beinhalten. Aber worum geht es? Was ist das, eine Droge? Was macht er? Naja, er ist Arzt und er behandelt halt Leute, die halt nicht irgendwie registriert werden wollen, Verbrecher und was weiß ich. Und bei der Behandlung eines bestimmten Verbrechers kommt zu Problemen und irgendwann halt kriegt er halt auch Stress mit seinem, ich glaube, es ist Schwager, gespielt von Fahri Yardim. Hm. Fahri Yardim spielt er mit? Ja. Hast du mitbekommen, dass Fatih Akin in dem neuen Film von... Nee, der ist im Spiel von Hideo Kojima, die Puppe. die Puppe. Witzige Idee. Ja. Dann gibt es Bob Marley, One Love. Eine Doku. Ist ein Biopic. Von dem gleichen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ist von dem gleichen Regisseur, der auch King Richard gemacht hat, hier den Film über den Vater der Williams-Schwestern. Und hier geht's halt, wie gesagt, um das Leben von Bob Marley. Antje hat den schon gesehen. Moment mal, ist das sein Sohn? Ist es der eine Marley-Sohn? Nee, nee, nee. Okay. Das ist der, wie heißt der junge Mann? Kingsley Benadir. Okay. Und ja, und Antje hat den schon gesehen und meinte, das wäre eigentlich ganz cool, weil sie hier wirklich sehr stark miteinander verweben, wie die Musik entstanden ist, also die Musikproduktion wird sehr viel thematisiert und ist ein sehr großer Bestandteil des Films, aber gleichzeitig wird dann halt auch erklärt, was diese Songs eben für Auswirkungen gehabt haben, sowohl auf die jamaikanische Gesellschaft als auch eben die Popgeschichte und so weiter und so fort. Hab ich Bock. Gab's bei euch auch so eine Bob Marley-Phase in der Jugend? Nie. Bei uns? Ich find's, also
Bei uns schon, ja, natürlich. Bei uns ging das Bob Marley and the Wailers Album mit den ganzen Hits drauf. Ja. Das aber Ding zur Zeit, als alle mit dem Kiffen anfingen oder regulär? Nee, das war unabhängig vom Kiffen oder so. Das war einfach, also wahrscheinlich kam das von den Kiffen. Also den, das Gefühl hatte ich immer. Aber es war auf jeden Fall auf jeder Party, überall. Es war so richtig. Das war das Santana. Hype. Aus irgendeinem Grund. Ja. Nee, bei uns war auf, also zu jeder Party gehörte einmal No Woman, No Cry. Ja. Echt? Wirklich einmal. Ja, also wirklich. Also aber ich habe das auch rauf und runter gehört, weil es ist, ich habe das richtig ja gefeiert. Ich mag Three Little Birds von ihm sehr gerne. Ja. Jammin' finde ich eigentlich wirklich auch toll. Also ich mag ihn. Ich gucke mir den Film auch an. Ich habe ihn halt noch nicht geschafft. Ich stand jetzt gerade nach einer wahren Geschichte. Also ich meine, ist es ein glaubwürdiges Biopic, weißt du das? Oder ist es eher eine Interpretation? Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Das sieht aber echt gut aus, finde ich. Ja, ich fand das spannend, weil plötzlich habe ich das Kinoplakat gesehen, nach dem Motto, nächste Woche läuft er an. Und ich war verwundert, dass ich keine PR oder Promotion im Vorfeld davon gesehen hatte. Vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen, weil ich jetzt nicht so da drin hänge in dem Thema. Aber ich dachte, das wäre eher was Kleines. Aber es wirkt jetzt ja eher gerade mit dem Regisseur, dass das schon eine vernünftige Produktion ist. Lass uns doch mal da reingehen. Gehen wir einfach mal ganz entspannt in sowas. Ja. Muss ja nicht immer ein Eventfilm sein. Ganz auf entspannt. Ja. Ja oder nicht? Ja, machen wir. Ja oder nicht? Ich meine, ja, wir können auch in Schock gehen, bin ich auch dabei. Hab ich auch nicht. Wir können aber dann keinen Rauchen vor Bob. Also, du weißt ja, was passiert ist neulich. Moment. Ein Freund von uns hat doch einen Platzverweis bekommen. Einen Platzverweis bekommen. Aber durfte trotzdem ins Kino mit. Ich weiß von nichts. Ne? Ja, erzähl mir dann einmal. So. Später. Dann läuft seit gestern, nee, Quatsch. Ab morgen. Nee, Quatsch. Seit gestern. Wir kommen ja. Was ist denn heute überhaupt? Heute ist Donnerstag. Wenn ihr das seht, hier ist Donnerstag. Ja, für uns ist es erst morgen, aber für diejenigen, die das jetzt sehen, ist es gestern gewesen. Gestern kam eine Wiederaufführung von Les Miserables mit Hugh Jackman, das Musical. Wie kommt das? So. Weiß warum? Nicht. Einfach so, denke ich mal. Keine ich dachte, Ahnung. Der französische Ghetto-Film. Nee. Und, aber, ich meine. Ja, visuell ist das schon toll, ne? Ich mag den. Also, ich bin kein Musical-Freund. Ich mag halt keine singenden Schauspieler, aber das sieht schon alles ziemlich ordentlich aus. Genau. Es geht um diesen Mann Valjean, der kommt nach langen Jahren aus der Haft. Sein Erzfeind ist Russell Crowe, ein Beamter. Der macht ihm das Leben irgendwie schwer. Dann taucht er ab und nach 8 Jahren taucht er wieder auf und ist plötzlich ein reicher Geschäftsmann und nimmt sich irgendwann der Tochter einer Prostituierten, also von Anne Hathaway, an. Und versucht die dann irgendwie durch die Französische Revolution sicher zu geleiten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie ihre Liebe findet, während er nach wie vor von Russell Crowe malträtiert wird. Mhm. Aber ey, der Aufwand, die Songs. Ja, aber ist alles so. Ich habe auch Napoleon nicht gesehen. Das ist mir alles so anstrengend. Ich weiß nicht, ich kenne das wirklich nur, das Thema Musical, Les Miserables, nur aus American Psycho, aus dem Buch. Ohne American Psycho hätte ich nicht mal gewusst, dass dieses Theaterstück oder dieses Musical überhaupt existiert. Und ich habe mich irgendwie einmal reingehört und dachte so, nee. Weil Musik ist bei mir halt entweder man mag es oder man mag es nicht. Also. Du, wie gesagt, ich hab nichts von diesem Film erwartet. Ich habe auch gedacht, ich langweile mich jetzt hier zu Tode und ich war am Ende echt überrascht, wie gut mir das alles gefallen hat. Wie viel ist denn Performance und also Gesang? Die singen alle selbst. Und sie singen viel. Teil des Films. Der Film ist 3 Stunden oder so? Die singen die ganze Zeit. Die singen die ganze Zeit. Ja. Nee, das ist nichts für mich. Ja. Da habe ich auch rausgemacht. Ich habe den mal angefangen zu gucken. Und dann habe ich gehofft, habe so, okay, vielleicht ein bisschen Gesang, aber hauptsächlich Gelaber, aber es ist umgekehrt. Ja, können die denn alle singen? Also nee. Also Russell Crowe ist teilweise schon schön schief. Ich wollte jetzt sagen, von dem kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber er macht's halt mit Inbrunst und er ist halt mit Leidenschaft dabei. Und ey, sorry, aber diese eine Szene mit Anne Hathaway, wenn sie dieses I Dream the Dream oder wie es heißt, singt, wofür sie auch den Oscar bekommen hat, die ist herzergreifend. Die kann auch singen, ne? Ja, ja. Ich war auch sehr überrascht. Ja. Die hat echt eine gute Stimme. Für mich könnte die mal singen. Ja. Können sie. So, und dann haben wir noch. Und dann haben wir noch den großen Blockbuster für diese Woche. Mal gucken, was er macht. Madame Web. Ich versuche zu erklären, worum es geht. Warte, darf ich das noch sagen nochmal? Das ist der große Blockbuster diese Woche? Das ist der große Blockbuster für diese Woche. Okay. Jesus Christ, Alter. Sowas gucke ich mir nicht mal umsonst auf Disney Plus an. Ja, Moment. Bisher wissen wir ja nichts. Ja, also Madame Web reicht schon. Es geht hier um die ist gut, finde ich. Es geht hier um einen Mann, der kann in die Zukunft blicken, der sieht seinen eigenen Tod und er versucht zu verhindern. Also er versucht jetzt seinen eigenen Tod zu verhindern. Dafür muss er 3 junge Damen oder 3 junge Teenagerinnen um die Ecke bringen, die noch nicht wissen, dass sie ihn eigentlich irgendwann mal umbringen werden. Und weil er sie halt umbringen will, beschließt. Ich kann auch in die Zukunft gucken, dachte ich. Ja, Moment, das kommt gleich. Also,
Der Typ will diese drei jungen Frauen umbringen, weil er Angst davor hat, dass die den irgendwann umbringen werden, weil er halt Visionen hat, die ihn erlauben, in die Zukunft zu schauen. Das kriegen die drei Damen natürlich mit, durch Cassandra Webb, Dakota Johnson, die halt eine besondere Gabe hat, mehrere Minuten oder ein paar Minuten in die Zukunft zu sehen, und die drei, und sie kriegt das mit und rettet die drei so gesehen vor diesem Typen. Und das Geheimnis ist, dieser Typ war mit Dakota Johnsons Mutter früher im Dschungel gewesen und hat danach einer bestimmten Spinnenart gesucht, und mit der hat das alles zu tun. Ist das der erste Akt, den du gerade erzählt hast? Spielt das im Spider-Man-Universum? Ja, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist halt so die Frage. Ist das Marvel offiziell? Also, es ist Sony Marvel. Das heißt, das Spider-Man-Universum. Okay. Und es gibt hier einen Link zu Spider-Man, aber der wird nicht wirklich ausgespielt, beziehungsweise ein Teaser oder was? Er ist einfach da. Er ist einfach da und sie machen nichts wirklich damit. Ist das Sydney Sweeney gerade? Genau, klar. Das ist Sydney Sweeney. Die ist eine von den drei jungen Frauen, die umgebracht werden sollen. Sydney. Heiße Sydney. Ja, und hier, ey, wirklich, es ist einer dieser Filme, in der eine Figur sagt, ey, ich hau jetzt mal kurz ab, aber stellt bloß keine Dummheiten an. Und so, du siehst den nächsten Schnitt, also Schnitt, und du siehst Dummheiten. Das nächste Mal siehst du halt Dummheiten von den Leuten, zu denen gesagt wurde, stell keine Dummheiten an. Schnitt Krankenhaus, ja. Ja, okay. Was ich durch diesen Film gelernt habe, in den 70ern war es wohl noch in Ordnung, dass hochschwangere Frauen nach Südamerika mit Flugzeug fliegen. Oder es wurde nicht so ganz eng gesehen. Rauchgranaten gehören zur Standardausrüstung eines New Yorker Krankenwagen. In Truckstop Diners läuft unter anderem Scandalous von Mystique, I'm a Bitch von Meredith Brooks und Toxic von Britney Spears in einem Truckstop Diner. In welchem Jahr sind wir denn eigentlich? 2003. Ah, huh. Ja, und durch große Verantwortung erfolgt große Kraft. Das wird da gesagt? Das wird da gesagt. Uiuiui, das und top, die eine Figur trauen. Ist Mathe zum Frühstück. Das habe ich noch von ihr mitbekommen, weil es steht auf ihrem T-Shirt. Also ist das alles ein bisschen anstrengend und schmerzhaft? Es ist ein bisschen öde und ein bisschen egal. Also, ich würde sagen, also ich habe es ja schon gesagt, Catwoman und Elektra sind jetzt nicht mehr alleine. Sie haben ein neues Mitglied im Club der 2000er Superheldenverfilmungen. Ich finde, Elektra und Catwoman in einen Sack zu schmeißen, also ist beides schlimm, aber Catwoman ist wirklich das unterirdischste, was es so. Aber ich möchte jetzt nicht hier die Spinne noch mit dem Stiefel zertreten, so. Also, das was ist denn die Strategie dahinter, solche Filme da irgendwie rauszuspucken? Weiß ich nicht. Und die gucken, was haben wir noch? Verdienen die wirklich damit noch Geld mit solchen Filmen? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also wirklich, das ist ein ganz merkwürdiger Film. Ich dachte irgendwie, die Zeit ist vorbei von so halbgaren Marvel-Blockbustern, die eigentlich keiner will. Ich verstehe nicht, dass das, also ich meine im Grunde genommen das Gleiche. Ich verstehe nicht, dass Sony das immer noch weitertreibt. Weil ich meine, das ist doch ein Misserfolg, ein Fehlgriff nach dem anderen. Oder? Ja, also wo man dachte. Sag mir doch, in den letzten 8 Jahren oder so ist ja fast jeder Film aus dieser Welt ist doch gefloppt. Wo man dachte, Morbius, wie er heißt. Oh, ja, das habe ich ganz vergessen. Geht nicht schlechter, oder beziehungsweise kann man nicht nochmal irgendwie erreichen. Marvels. Also Madame Web ist schlimmer als. Ja, natürlich. Es geht mir nicht darum, das ist ja genauso schlecht, aber das ist alles so. War Dark oder hier, wie hieß Dark der? The Elementals so oder sowas? Wie hieß der? Nee, Entschuldigung, was? Nee, wie hieß der Element, nicht Elementals? Elementals, doch, wie mit der Angelina Jolie, weißt du? Eternals. Sowas. Habe ich nicht mehr geguckt. Ey. Nein, ich auch nicht, aber das ist doch so, das ist doch Wegwerfschund. Das ist doch wirklich Massenware, die auch meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr damit zu tun hat von diesen Marvel-MCU-Sachen, wo man sich richtig gefreut hat. Da war auch nicht alles Gold, brauche ich drüber reden, ja, aber da waren zumindest, das war dann immer so, oh, da bin ich mal gespannt, wie die Lore weitergebracht wird. Oder von diesen 23, 24 Filmen, da hast du irgendwie 4 oder 5, die nicht gut sind. Ja, aber der hat ja nichts, der hat ja, dieser da hat nichts mit dem MCU zu tun. Gar nichts. Nee, ich wollte noch aufschlüsseln, dass. Also, du weißt noch nicht mal, mit welchem Spider-Man er was zu tun hat. Ach, du weißt weder nicht, ob es der Tom Holland. Also es ist wahrscheinlich der Tom Holland Spider-Man, so zeitlich gesehen. Aber ey, ob es jetzt. Was ist denn mit Miles Morales? Den haben sie auch angeteased schon vor 3, 4, 5 Jahren. Gut, den haben sie eingebaut in Across ist nicht Donald Glover? Hat der den nicht ansatzweise gespielt? Nee, der hat ein Cameo. Und der sollte es mal machen, aber. Damals wurde gesagt. Naja. Was bei Sony alles schiefgelaufen ist. Wie gesagt, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Wieso ballern sie denn noch mehr, jedes Jahr noch mehr Geld da rein? Kommen ja noch 2 Filme, ne? Es kommen ja noch Kraven the Hunter und Venom 3. Also von Sony. Niemand. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Venom wird noch einigermaßen geguckt. Bei Kraven bin ich gespannt. Ich glaube, der hier wird ein richtiger Rohrkrepierer.
Aber das müssen andere entscheiden. Also das, da müssen Leute reingehen. Ich kann nicht dazu okay, raten. Es könnte ja sein, dass das nicht für 40-jährige Herren gedacht ist, sondern vielleicht eher für 15-jährige Mädchen, wenn ich jetzt den Cast angucke. Vielleicht sehen die das ja anders. Genau, vielleicht sehen die das entspannter. Alles, ja. Ich fand's halt. Macht es nicht Sinn, für so eine Zielgruppe einfach nochmal Filme aus den 90ern remastern und nochmal ins Kino zu bringen, die gut sind? Weißt du, was ich meine? Also das kostet auch weniger Geld, als so einen neuen zu drehen, der Schund ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dann kann man doch lieber die Lücken, die schließen, die sich. Die Gewinnmarge ist doch viel größer, wenn du das jetzt sauber machst und nicht, wenn du quasi etwas neu aufgießt. Das sind ja auch noch Rechte, die du dann bezahlen musst oder Leute, die da mit drin hängen. Also dann lieber frisch anfangen. Aber offensichtlich haben sie keine vernünftigen, kreativ interessante Leute, die da gute Ideen haben und einfach mal. Aber zum Beispiel Turtles-Film kommt wieder ins Kino, habe ich gehört. Ich glaube, Turtles war doch der einzige, der ganz okay war, oder? Oder war das war cool. War der nicht, war auch Sony, ne? Ich rede von dem aus den 80ern. Das ist Paramount, glaube ich. Turtles. Oder 90ern. Ich dachte, ich meinte diese Cartoon-Geschichte von Seth Rogen. Ja, das ist nach wie vor, also ist dennoch, das ist ja Nickelodeon und ich glaube, die gehören zu Paramount. Ah, okay. Ich meinte den originalen Turtles-Film aus den 80ern. Was ist 80er oder 90er? Der kommt ist der 80er oder 90er? Ende 90er. Also der Ende 80er, Anfang 90er. Ja. Der Realdreh meinst du? Ja. Der kommt wieder 92, ins Kino, glaube ich, oder 91. Irgendwo kommt er ins Kino. Ich glaube, du hast die Werbung gesehen von uns, oder? Also hier, Sean David bringt den nochmal ins Kino und holt den Regisseur dazu. Ja. Genau. Das sag ich doch. Aber das ist nur für ein, zwei Städte und Gelegenheiten. Ah, okay. Aber trotzdem nochmal, ne? Also aber die Idee dahinter ist ja trotzdem gut, dass man sagt, ey, ich finde es, ich habe ja auch viele Filme nicht im Kino gesehen, weil ich noch zu jung war. Indiana Jones, was haben wir? Deshalb war ich ja nochmal hier im Savoy, im Predator oder so, ne? Weil ich, oder in Apocalypse Now, weil es für mich geil ist, die nochmal im Kino zu sehen. Und da denke ich mir, bevor ich mein Geld für Madame Web ausgebe, habe ich doch 3000 Filme davor, die ich gerne im Kino sehen würde. Hm. Ja. Du gehst doch nur in Madame Web rein, auch als junger Mensch, weil halt nichts anderes läuft. Dann gehen wir da halt rein. Keine Ahnung, ich verstehe alles nicht. Ich bin alt. Ja, ey, wie gesagt, ich fand den Film und wegen Sydney Sweeney sehr langweilig. Und ich muss aber auch sagen, wenn man da als, ich weiß nicht, welche Erwartungen man hat, wenn man in einen Film geht, wie der Madame Web heißt. Vielleicht, weil man die Figur kennt oder sonst irgendwas. Aber ich muss auch sagen, für so einen Comicfilm hat der Film sehr wenig Action gehabt, die dann auch echt sehr kurz war. Also wenn es mal Action-Szenen gab, waren die auch echt nach mindestens einer Minute oder nach zwei Minuten waren die schnell wieder vorbei. Und du musst halt auch fast 45 bis 50 Minuten warten, bis mal eine erste richtige Action-Szene passiert. Die schlimmsten Filme, in denen du eigentlich nur darauf wartest, dass mal eine Actionsequenz passiert. Genau. Weil der Rest nicht reicht. Und es gibt, manchmal gibt es echt ein paar schöne Kameraeinstellungen, das will ich gar nicht sagen, also will ich gar nicht abstreiten, also es gibt ein paar schöne Kameraspielereien, aber die hast du auch nicht irgendwie, da kannst du auch nicht so lange von leben, weil zack, 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 schnell wieder geschnitten, schnell wieder neues Insert und was weiß ich. Also ich muss sagen, ich fand den Film, er gehört für mich mit jetzt zu den schlechtesten Super- oder Comic-Verfilmungen, die ich seit langem gesehen habe. Oha. Okay, das war und das sage ich wirklich ohne Häme. Ne? Das sagst du. Ja, aber also wirklich, da ist überhaupt kein Groll oder sonst irgendwas. Nee, ich sag einfach nur, das ist für mich objektiv gesehen sehr schlecht, weil es ist so eine Suicide Squad-Geschichte. Ne? Die machen Jagd auf etwas, für das sie selbst verantwortlich sind. So. Und das ist, das ergibt im Gesamtkontext einfach auch kaum Sinn. Aber egal, komm, wir haben noch schöne Filme, die es per Streaming und Mediatheken gibt. Unter anderem im Streaming kann man sich angucken jetzt Barbie, E.T. gibt's auf Prime Video, Barbie gibt's auf Sky, Gran Turismo läuft auf Netflix, Interstellar kommt bei Amazon, Man, was dich sucht, wird dich finden, hier von Alex Garland, Man, gibt's auch bei Amazon. Ach, Man, ja. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild gibt's bei Netflix und ich empfehle ganz dringend auf Sky, gibt's jetzt endlich Freaks Out. Empfohlen. Den müsst ihr euch jetzt unbedingt mal reinziehen. Ist das unser Mann hier, unser Deutscher? In der Mitte? Ist Franz Rogowski, genau. Ah, okay. Der spielt hier einen Nazi mit sechs Fingern, der durch seine Ätherräusche, durch mehrfachen Ätherrausch in die Zukunft blicken kann. Und deswegen hat er das Ende des Dritten Reichs vorher gesehen. Und jetzt braucht er ein paar Zirkusfreaks während des Ende des Zweiten Weltkriegs, mit denen er quasi das Dritte Reich retten möchte. Ernsthaft? Ernsthaft. Und ich meine, ernsthaft inszeniert? Sowohl als auch. Ey, bitte, guckt euch diesen Film an. Ey, ich sag mal so, der hat deutlich mehr Indiana Jones-Vibe als Indiana Jones in The Dial of Destiny. Von wann ist der denn letztes Jahr? Aber wer ist denn der Held in dem Film? Diese vier Zirkusfreaks hier.
Aber die wollen auch das Dritte Reich. Ach, wir haben einen Teil davon gesehen. Okay. Bitte? Aber die wollen auch das Dritte Reich retten. Nee, das wollen sie nicht. Er will mit denen das Dritte Reich retten. Ah, okay. Aber das wollen die nicht. Ja? Wir haben mal einen Trailer, glaube ich, zusammen geguckt. Ja. Ey, wirklich, es ist ein super schönes Abenteuer, wo du halt denkst, ey, warum wird sowas heutzutage nicht mehr gemacht? Und dann kommt der da irgendwie aus Europa mit italienischem Geld so und hat nicht viel gekostet und sieht wirklich toll aus. Kannst mal sehen, was der Franz sich so an Projekte aussucht, ne? Ja, ja. Und das ist von dem Regisseur, der auch vorher, sie nannten ihn Jake Robot gemacht hat, ein italienischer Superheldenfilm, den ich auch mag, den ich auch deutlich mehr empfehlen kann als Madam Web zum Beispiel. Mhm. Also, ganz dringende Empfehlung, Freaks Out, jetzt. Aber nur auf Sky. Jetzt momentan, weil ich denke mal, der wird jetzt über kurz oder lang dann auch bei Amazon oder irgendeinem anderen Streamingdienst landen. Mhm. So, und dann, bisschen Beeilung müsst ihr machen. In der ARD-Mediathek gibt's noch Casino von Martin Scorsese. Wahnsinnsfilm, ein Wahnsinnsfilm. Ja, wunderbarer Film, muss ich auch sagen, über ein Jahr. James Woods willst du umbringen. Also du willst sie umbringen, aber noch mehr willst du James Woods umbringen. Eigentlich willst du alle Typen umbringen. Ja. Stimmt. Wir haben ja auch alle umgebracht. Ja, und Sharon Stone kannst du eigentlich nur bemitleiden, obwohl ihr ja auch eigentlich gerne mal hier war. Aber der hat doch diesen typischen Scorsese 90er Flow, ne? Ja. Wo das also ja. rauscht dann. Und was ich ganz voll toll finde, ist, dass dieser Comedian, dieser Beleidungskomedian, den Manager, Saalchef spielt. Den Saalchef, ja. Der immer, der gut Freund war mit, ist egal. Ja, okay. Jeff Ross? Der ältere. Der in den 60ern das schon gemacht hat. Der Witzige, der immer nur kurze Gags und immer gegen alle aus. Der Saalchef ist im Casino. Der ist aus wie so ein bulliger Typ. Der untersteht Robert De Niro, hat so eine Glatze oder ganz wenig Haare. Also nicht Joe Pesci. Ja, ist egal. Ja, und wer da noch nicht genug hat von Robert De Niro, der kann sich in der Arte-Mediathek nochmal Ronin angucken von John Frankenheimer. Auch ein guter Film. Ein paar, sag ich mal, Profis sollen einen Koffer organisieren und das geht ordentlich schief. Und dann gibt es mit noch. Mit der wahrscheinlich immer noch besten Autoverfolgungsjagd. Ja, eine sehr geile Autoverfolgungsjagd. Unfassbar. Oder zwei ja. sogar. Unfassbar gut und zwar ohne CGI, sondern. Ja. Also da kann auch Mission Impossible noch was lernen. Mir wurde der nur angeteased damals, Alter, der ist so geil, Gangster in Südfrankreich und die fahren alle S8 Audis. Das sind doch alles S8 Autos, ne? Und ich wusste gar noch nicht mal, was ein S8 Audi zu dem Zeitpunkt war. Und dann so, ach so, was für eine geile Bewerbekampagne auch für die Automarke, ne? Ja, und er sagt ja noch bewusst, er will auf jeden Fall ein Audi haben, ne? Also, es wird noch verargumentiert in der genau, Geschichte, warum das vernünftig ist. Unauffällig, aber viel Power und so. Ja, ist ganz geil. Ja, und dann gibt es in der Arte-Mediathek noch einen Klassiker, den man mal vielleicht sich anschauen kann, wenn man Fan der Coen-Brüder ist. Da gibt es nämlich Der Marshall mit John Wayne. Und das ist die Vorlage. Oder, Entschuldigung für den Schreibfehler, der muss eigentlich mit 2 L geschrieben werden. Mhm. Wenn es halt auf Deutsch geschrieben wird, aber egal. Wenn es auf Englisch geschrieben wird. Das ist die Vorlage von True Grit. Das ist das Original von True Grit. Ah. Hier geht's halt. Aber es ist nicht der, wo Wayne am Ende in der Tür steht und dann so geht? Nee, das ist The Searchers. Das ist Der schwarze Falke. Ah, auf ja, Deutsch. Richtig. Ja. Das hier ist, wie gesagt, True Grit, die Vorlage. Da geht es um dieses junge Mädchen, deren Familie wird umgebracht und der Typ schließt sich einer Bande an, der ihre Familie umgebracht hat und sie engagiert jetzt diesen Rooster Cockburn. Rooster Cockburn? Das ist ein guter Name. So heißt er. Rooster Cockburn. Könnte auch aus Top Gun sein. Ja, und einen weiteren Marshal oder Söldner namens LeBeouf. Und die beiden machen halt zusammen mit ihr Jagd eben auf die Bande, der sich der Mörder ihrer Eltern angeschlossen hat. Und Wayne hat dafür einen Oscar auch nochmal kassiert. Im Ernst, echt? Ja. Jetzt würde ich am liebsten eine Diskussion vom Zaun schlagen über John Wayne, ob ihr den cool und so findet, aber wir haben keine Zeit. Nein, finden wir nicht, beziehungsweise. Ich will den schlagen. Wenn ich den. Der sagt einen Satz und ich will ihm aufs Maul. Er hat eine sehr streitbare Position und das ist auch nicht. Und ich rede nicht mal von der privaten Person. Ja, ja, aber er hatte sehr streitbare Ansichten. Ja, es war einfach ein riesen Arschgesicht. Naja, egal. Ja. So. Und das wären halt die Neustarts für diese Woche. Jetzt haben wir schon wieder richtig viel Zeit verbracht. Ja, aber jetzt nehmen wir uns die Zeit für eure Fragen. Oh, herrlich. So, dann haut mal raus. Wie viel liegt mittlerweile in der Prämisse? Also das ist eine etwas undankbare Frage, liebe Zuschauer. Denn die wunderbare Prämissekasse war schon einmal komplett voll. Und dann passierte nämlich Folgendes. Ich war krank. Wo ist denn die Kamera? Ich war krank und kam wieder. Und danach war sie leer. Und auf meine Frage, wo denn das die Münzen hin sind, wurde mir gesagt, davon haben wir gegessen, wir hatten Hunger. Und auf meine Nachfrage, wieso wird hier gegessen, wurde gesagt, wir hatten Hunger. Wer ist denn wir? Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ich glaube, Alvin hing da auch irgendwie mit drin, Alvin.
So, das heißt, die neue Prämissekasse ist jetzt frisch aufgefüllt. Sollen wir das jetzt zählen, oder was? Ja, du sollst es jetzt mal zählen. Okay. Hol das mal aus. Ich überschlag die Frage mal. Kam von, sehe ich das richtig, Ignoranz und Dark Twitter? Ja. Ja, die haben gefragt, wie viel liegt mittlerweile in der Prämissekasse. Das klärt jetzt Andi. Dann nehmen wir schon mal die nächste Frage. Oh, also, Nobody, Alpha, Gojira, One, My Michael Alme, Bioteufel? Ja? Und Fox Mulde fragen, wann kommt das Bud Spencer und Terence Hill Special? Berechtigte Frage. Ah, ey. Und das ist so etwas, was ich wirklich inzwischen ungern mache, weil ich habe so oft immer wieder mal gesagt, ey, wir machen jetzt das und das, der und der kommt, dann und dann ist das und das. Und dann ist irgendwas passiert, ist irgendwas dazwischen gekommen, irgendeine scheiß Bahn ist wieder nicht gefahren, irgendein Sturm war oder Corona oder sonst irgendeine Kacke. Und dann klappt das wieder nicht. Und ich bin wieder der Depp, der irgendwelche Ansagen gemacht hat. Genau, ja. So läuft das. So, wie viel ist hier drin? Schätzen? Ich sage 25 Euro. Ich muss einmal gucken. Wahrscheinlich mehr, als man denkt. Ich sag 40. Es sind 26 Euro. Ach, scheiße. Sehr gut, Herr Schrackert. Geil. Du bist so ein Streber immer, ey. So, also liebe Leute, ich mach's jetzt. Ich sag's. Am 20.03. zeichnen wir dieses Spezial auf. Zusammen What? Auf jeden Fall mit Thilo Grosejohann und Sean David. Und wir gucken noch, wer noch mit dazukommt. Das wird dann vermutlich im April, im Laufe des Aprils, dann ausgestrahlt. Vielleicht auch erst im Mai. Aber das ist jetzt der Plan. 20.03. Problem ist, ich komme mit zwei Leuten. Der eine kommt aus Köln, der andere kommt aus Düsseldorf. Wenn da irgendwas schief geht und es kann schief gehen durch die Scheißbahn, habe ich halt ein Problem. Und dann habe ich wieder eine Ankündigung gemacht und ich weiß es nicht. Also, ja, aber, das ist ja höhere Gewalt. Das ist, ja, aber. Wäre dann höhere Gewalt. So, nächste Frage. Ja. Ja, wir müssen. Fox Mulder und Jupi Wan fragen: Wie habt ihr euch untereinander und der Daniel, den Steven, eigentlich kennengelernt? Ich weiß, wann ich Daniel kennengelernt habe. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß auch, wann ich dich kennengelernt habe. Wahrscheinlich beim Schnitt für. Genau, Game One-Schnitt. Dein erster Beitrag, den haben wir zusammen. Aber kannten wir uns nicht schon vorher von irgendeiner Party von den Jungs? Höchstens vom Hallo sagen oder vom Sehen. Aber ich kannte dich nicht. Du kamst rein und ich kannte dich vom Sehen. Und dann haben wir einen Beitrag zusammen gemacht. Und du warst sehr, sehr nervös, weil es dein erster Beitrag war. Aber ich glaube, wir kannten uns irgendwie schon. Wir haben uns schon vorher gesehen, meine ich. Ihr kamt an. Ihr wart ja, es hieß, jetzt kommen die beiden anderen und dann kamt ihr an und dann wart ihr mitten in der Sendung und dann habe ich mit deinem Kollegen, mit Nils, einen Beitrag gemacht und dann am gleichen Tag mit dir auch. Und ihr wart quasi frisch und das ist euer Einstand. Mal auf irgendwelchen Partys von Budi und Simon. Weiß ich nicht. Partys habe ich Daniel kennengelernt, weil Daniel Interviewpartner war für die Einspieler der Game Awards. Und daher kannte ich ihn einfach nur, weil ich das verschnitten hatte. Und dann saßen wir danach in dieser Gamer-Kneipe. Stimmt, wir saßen in diesem Tanzendes Pony. Die sind gerade umgezogen. Hier unterstützt die Leute. Die sind jetzt ein bisschen weiter rausgezogen, aber immer noch cool. Und dann saßen wir da und haben die Sendung geguckt. Und dann kamen wir über Filme ins Gespräch. Und ich glaube, genau, ich habe da rumgekotzt über Transformer 1. Ja, das kann gut sein. Aber ja, das war, glaube ich, das ist der erste Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Ja. Wann ich dich genau kennengelernt habe, weiß ich gar nicht, weil ich kam ja durch diese Game Awards, kam ich ja zu dem Vorstellungsgespräch für Red Bull Play. Und dann habe ich ja erstmal die ganze Zeit nur mit Gregor und Uke zusammen Red Bull Play gemacht und Marc Tövs. Und da waren wir aber halt trotzdem im gleichen Gebäude, ne? Also wir sind ja trotzdem immer hier Waterloo-Hain. Immer da hingegangen. Da haben wir uns wahrscheinlich irgendwie bei einer Raucherpause kennengelernt. Da irgendwie, und dann weiß ich noch. Ja noch geraucht. Und dann weiß ich noch, ich war noch auf jeden Fall auf dieser einen WG-Party, in der Fabian, Trant und Markus gewohnt haben. Da haben wir, glaube ich, gepokert. Du meinst, wo hinten der kleine Balkon war und dann genau. Nachbarn haben sich immer Lüsche. Wo ich, ja, war ich auch mehr. Da war ich mal zum Pokern. Da waren wir erst auf den, wie heißen diese Terrassen, die da in Altona am Bahnhof sind, diese Wiese, die da Elbterrassen, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, so am Wasser, ne? Genau, und da haben wir gegrillt und da kam Altona dann auch Balkon. Altona Balkon, genau. Und da kam dann auch Budi noch mit dazu, das weiß ich noch. Da war ich auch. Genau. Und dann hieß es, ah ja, komm, wir gehen alle in die WG
und Poker noch eine Runde. Und da, ich glaube, da in dem Umfeld, das war so die Zeit, in der wir uns alle, glaube ich, kennengelernt haben. Das ist auch schon ganz schön her, ne? Ja, und Steven habe ich kennengelernt. Das war, wie erkläre ich es am besten? Eine Freundin meiner Frau hat meine Frau angerufen, hat gesagt, ey, eine Freundin von mir arbeitet für eine Produktionsfirma und die suchen jemanden, der halt sich mit Filmen auskennt. Das war der Ansatz? Ja. Die suchen halt jemanden, der sich mit Filmen auskennt. Das war die Firma OKD hier in Hamburg. OKD war das noch? OKD, ja. Ach was. Die haben damals das Tele5-Format Steven liebt Kino produziert und die Producerin dort, die wollte halt weg. Die ist, glaube ich, woanders hingegangen oder auch, glaube ich, in Mutterschaftsurlaub oder sonst irgendwas. Und deswegen haben sie einen Ersatz gesucht. Und sind dann halt, wie gesagt, über eine Freundin meiner Frau auf mich gekommen. Und dann bin ich dahin und dann habe ich Steven kennengelernt. Alter, das ist ja krass. Der Zufall, ne? Ja, ja. Also wirklich, es ist also so viel im Leben hängt eigentlich nur davon ab, dass du halt mal in der richtigen Zeit, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bist oder halt irgendwie die richtigen Leute kennst oder so. Also ja, Zufall ist echt. Game One war bei mir genauso. Ich wollte Werbung machen, keiner ruft an, der Einzige, der anruft, ist Jens Kelch, mit dem habe ich vorher bei NRB gearbeitet. Und er so, du, ich habe hier so eine neue MTV-Sendung, die suchen da ein paar Leute, willst du die mal kennenlernen? Und bin ich hin und hab euch kennengelernt. So, und dann, ja. Tut mir leid für euch. Na gut, aber sonst wäre ich nicht hier. Mal. Ne? Genau, deshalb. So. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Was war das interessanteste Gespräch mit einem Schauspieler, das ihr geführt habt? Fragt hier Coolio Gray. Ja, ich habe ja nicht so viele interessante Gespräche. Das müsste sich mein, Daniel das ist Ryan Reynolds wahrscheinlich. So ein sehr interessantes Gespräch in Japan. Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ansonsten hätte jetzt kein herausragendes, das geht wahrscheinlich eher in deine Richtung. Ja, es ist Steven Spielberg. Spielberg, ja. Spielberg war auch. Oh, das ist immer noch das. Aber es tut immer noch weh. Ich habe es auch neulich entdeckt, nochmal das Foto und dachte, das ist. Aber das ist ja kein Schauspieler, ne? Ja. Also, mit welchem Schauspieler haben wir denn so lange geredet? Vielleicht war das eins dieser Gespräche an einer Bar. So ein längeres Gespräch, was ein bisschen gemütlicher war, vielleicht mit dem Deutschen? Ja, ich meine, ey, ich sag mal so, ne? Also hier mit Dennis Moschito oder mit Frederik Lau, das waren coole Gespräche. Hatte ich auch den Eindruck. Mit Lau habe ich sogar zweimal länger gesprochen, einmal halt auch mit Fariyadim zusammen. Aber ich muss auch sagen, ey, ich weiß nicht, ob das so interessant war. Es war aber einfach eine coole Erfahrung, weil die Leute dann doch noch mal eine Spur anders sind als so viele Schauspieler, die man halt schon dann auch noch mal getroffen hat oder treffen durfte. Aber ich erinnere mich sehr gerne an das Gespräch mit Bryan Cranston zurück, weil der so wirklich, der hat so eine warme. Der ist so, wie man sich vorstellt. Ja, der hat so eine warme Aura und so eine nette Aura irgendwie. Und erzählt dir dann Sachen, wo du halt denkst, oh ja, das klingt einfach schon sympathisch, so selbst wenn es irgendwie das Schlimmste wäre, was es auf der Welt gibt. Tom Hanks, wirklich, also die Persona, wie er da so ist und wie er sich gibt und keine Ahnung, das war irgendwie echt klasse. Hugh Jackman auch, kommst in den Raum, hast gute Laune, weil der da sitzt. Ich glaube, das kann der auch, ne? So wie bei mir. Ja, nicht ganz. Nee, aber ich habe noch. Aber da muss er noch ein bisschen üben. Ich habe noch nie ein Interview gesehen mit Hugh Jackman, wo der irgendwie grummelig war oder so. Nee. Ich glaube, das ist auch eine Qualität für eine Produktion, wenn sie wissen. Ganz andere Drogen. Die setzen den da hin und der macht seine Arbeit, der macht seine Promotoren. Also ich sag mal so, ein wirklich interessantes Gespräch mit einem Schauspieler, was ich mal hatte, das war tatsächlich mit Mark Wahlberg. Da hatte ich irgendwie durch Zufall längeren Slot. Ich sollte eigentlich nur so einen ganz normalen 5-Minuten-Slot haben. Irgendwas ist da schiefgegangen und plötzlich hatte ich deutlich mehr Zeit. Weißt du noch, welcher Film? Der Muskelfilm? The Happening. Nee, das war. Das war irgendwie sowas, der hieß irgendwie Contraband oder irgendwie sowas. Das war, das war ein Film, der nicht wirklich besonders in Erscheinung den getreten ist. Oder auf so einem Schiff schmuggelt. Genau, wo auf so einem Schiff schmuggelt. Und das war aber cool, weil da ist Marky Mark ist dann mal so ein bisschen aus der Rolle, der konnte dann mal ein bisschen mehr andere Sachen erzählen als so dieses grummelige, einsilbige, was er sonst so hat und hat da auch mal so ein bisschen über die Branche so ein bisschen abgekotzt, beziehungsweise. Das gut, weil das ist schon Proll, ne? Ja, ja. Also, nee, aber nicht so unbedingt. Nee, aber der ist eher so ein bisschen stoisch und kommt nicht so aus sich raus, so, ja. Aber der mag das nicht, wenn man ihn Marky Mark nennt. Nee, der mag auch gar nicht auf seine Musikkarriere. Ja, ich weiß nicht. Der flippt aus, es gibt ja dieses eine, wo die bei TRL in Amerika Eminem auf ihn trifft. Und dann begrüßen die sich und Eminem ist sofort pisst, weil er so ein bisschen arrogant ist, Mark Wahlberg. Und Eminem dann direkt sagt,
Ah, it's great here. Aren't we all just a funky bunch? Und du siehst dann seinen Blick so auf Mark Wahlberg und er ist halt direkt so. Ja. Ja, ich hab's auch gesehen vorgestern. Ja. Gut, sagt er das nicht so oder sagt er es anders? Irgendwie funky sowas, bunch, ja, ja. Aber, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, wo Mark Wahlberg herkommt, wie der mit 16, 17, 18, 19, 20 drauf war. Und dann diese ganze Unterhosen-Model-Nummer und Bodybuilding und Macho und Leuten aufs Maul hauen und ich bin der coole Rapper und jetzt bin ich Schauspieler und mach nochmal Euro. Und Anfang der 2000er wurde dann ein bisschen ruhiger, aber letzten und jetzt, wenn er da, ich weiß, der will Family Business und will glücklich Familie haben und verheiratet sein und alles ist cool, ist ja auch schön, aber du merkst immer noch, dass er halt nicht der klassische Schauspieler ist. Ich glaube, der ist auch nicht die allerhellste Kerze auf der Tür. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Oh, ich meine, es ist immer blöd, sowas zu sagen, wenn man jemanden nicht wirklich kennt, aber so wie man, ja, keine Ahnung, sagen auch Leute über mich und boah, sind die schief gewickelt. Ja. Komm, next one. Oh ja. Lebt Meryl Streep noch und wurde sie in all den Jahren auch mal gereinigt, fragt die graue Eminenz. Gute Frage. Also, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Also lange war sie neulich noch hier gesehen. Aber die ist immer mal wieder da. Ja. Die ist immer mal wieder da, die lebt noch auf jeden Fall. Und der zweite Teil, nein. Natürlich nicht. Ich glaube auch nicht. Es tut mir leid. Aber Bakterien überleben ja auch nicht so lange. Nee, vor allem nicht in der Hitze, in der sie ständig aufbewahrt werden. Ja. So, nächste. Daniel Dylong fragt, bereut ihr es manchmal, dass ihr euch so intensiv mit Filmen beschäftigt, weil ihr sie gar nicht mehr genießen könnt? Mhm. Das ist eigentlich auch eher eine Frage an den Daniel, weil du ja wirklich alles guckst, was rauskommt, was ja wirklich bescheuert ist, meiner Meinung nach, aber das musst du ja wissen. Ich hingegen guck ja gar nicht so viel Filme und kann sie trotzdem nicht genießen. Ja, aber weißt du was? Wahrscheinlich da habe ich jetzt in letzter Zeit, tatsächlich hast du mir dafür eine echt schöne Vorlage geliefert. Ich gucke mir vielleicht schlechte Filme an, weil sie halt auch Teil meines Jobs sind. Aber du guckst dir schlechte Dortmund-Spiele an. Ja, gut, ist auch Teil meines Jobs. Ah. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Oh, da ist Timo in der Regie. Ja, Moment, ich zitiere hier nur seinen Tweet, habe mir ein Dortmund-Spiel angesehen. Ich gucke mir auch schlechte Filme an. Das Ding ist nur, als ich dich kennengelernt habe, da war Filme noch mehr Leidenschaft als Beruf. Ne, da war das noch so, ach, geiler Film, da nächste Woche läuft der Film. So. Mhm. Und daraus hat sich in den letzten 10 Jahren hat sich bei dir manifestiert, dass du den Anspruch an dich selber hast, den hat ja kein Kritiker der Welt in dem Sinne. Ich behaupte auch, du bist einer der Menschen weltweit, würde ich sagen, der die meisten Filme guckt. Nein. Doch. Nein. Doch, allein, wer kann sich das denn leisten, jeden Tag 2 Filme zu gucken? Es gibt ja nicht so viele. Habe ich auch nicht. Gucken und alles im Kopf behalten. Und dann das auch noch, ja, und dann manche Filme guckst du auch 4-mal oder so. Jo. Innerhalb von einer Woche. Naja. Also, ja, also das ist schon zu so einer Obsession geworden. So wie heute mal Madame Web, da hast du ja gefragt, wer kommt mit? Ich habe die Presseeinladung auch gekriegt. Da würde ich halt never ever im Leben freiwillig ins Kino gehen und mir, auch wenn er umsonst ist, mir Madame Web angucken, weil das ja einfach 2 Stunden sind, die einfach, die schlafe ich lieber. Mit einem Albtraum. Weißt du, aber du hast den Anspruch. Er muss ja darüber schreiben, er muss ja eine Meinung bilden. Muss er nicht. Wieso denn? Na ja, gut, wir haben ja heute den Film aufgesprochen. Ja, aber dann sagst du, ich sag ja bei Bundesliga auch, weiß ich nicht, Heidenheim gegen Hoffenheim habe ich nicht geguckt, hat mich nicht interessiert. Next. Ja, aber dann sagt doch Tobi bestimmt noch was zu dem Spiel, oder? Ja, der hat auch keinen Bock da drauf. Der sagt dann irgendeine Floskel, ja, komm, gut gepresst, hinten, bisschen schwach, ganze Saison, bla, und dann geht's weiter. Also, du kannst ja auch dann sagen, also, die Sendung lebt ja jetzt nicht, die Leute erwarten ja nicht, dass sie von dir zu jedem Film, der released wird, eine Meinung kriegen, oder? Aber zumindest Informationen. Ja, Informationen kannst du ablesen. Wie lange ist der Film? Wer hat den gemacht? Wie spielt er? Aber es ist schon hilfreich. Soll ganz gut sein. Next. Es ist schon hilfreich, wenn du mal den. Schieb das nicht auf die Leute. Das ist, du willst es. Du ich will es, ja. Du willst. Worüber diskutiert ihr gerade? Was möchtest du sagen? Er ist der Dr. Faust der Filme. Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als du musst eine Sache verinnerlichen. Er hat Bock darauf. Er macht das gerne. Viel, ja. Weißt du? Ich weiß. Wahrscheinlich, weil er weiß, er kann sich das alles merken. Und oh, noch ein Film mehr in meiner Sammlung. Und die kann ich in 5,5 Jahren abends um 23.30 Uhr bei D in der Wohnung, wenn er fragt, kann ich das so auspacken? Das motiviert ihn eventuell. Aber das ist ja nicht eigentlich die Frage, oder? Ja. Also ich bereue es nicht. Ich bereue es, ja.
Ich bereue es nicht, auch wenn ich bei manchen Filmen halt doch schon manchmal fluche, dass ich gewisse Sachen ja registriere, die wahrscheinlich kein anderer registriert und die mich dann stören, oder dass ich halt auf gewisse, anhand gewisser Bilder schon auf gewisse Dinge komme, von denen ich halt denke, ja, das wird gleich so und so passieren, wie zum Beispiel bei Madame Web. Das ist ärgerlich, aber das ist jetzt halt nun mal einfach, ich meine, das ist ja einfach nur eine Begleiterscheinung, so. Ja, aber ich würde das unterschreiben. Also ich bereue das tatsächlich, und es ist zwar ein Widerspruch, weil ich war so viele Jahre motiviert zu lernen, Filme zu lernen, zu verstehen, warum ist der jetzt gut, warum gefällt mir diese Szene jetzt so toll. Was ist hier anders als da? Und wenn du das halt so viele Monate, so viele Jahre durchziehst, auch weil du weißt, du sitzt hier dann irgendwann und musst vielleicht ein vernünftiges Argument haben, was ich die ersten Jahre nicht hatte, weil ich einfach nur hergekommen bin, so wie wir uns normal sehen und dann normal miteinander halten. Mehr machen wir doch auch nicht. Ja, aber es hilft schon, wenn du da irgendwie eine Meinung hast am Ende und nicht sagst, ja, weiß ich nicht mehr, war nicht so geil der Film. Das heißt, ich bin zwiegespalten, weil ich das einerseits toll finde, dass man irgendwann so ein Level erreicht hat, wo du sagst, ah ja, da ist die Kielkante, ach so, ja, das ist CGI, ach so, hier ist wieder das gleiche Geräusch von der Tür, wenn die Tür sich öffnet, niep! Ja, das ist mein Lieblings-To-Go-Beispiel. Es nervt mich unglaublich, dieses eine Soundgeräusch, was in jedem Film ist, wenn eine Tür aufgeht. Siehst du, sowas mache ich gar nicht. Sowas finde ich spannend. Ja, genau, also das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dir und mir. Du bist eher noch so, du bist nicht so überanalytisch, du lässt es auf dich wirken und dann kommt das irgendwann so an und dann verarbeitest du das so ein bisschen und denkst du am Ende, ja, mir gefiel das und das und das gefiel mir nicht so. Und bei mir ist so, oh, ich sehe da einen Fehler, warum haben sie das denn nicht gesehen? Wer guckt denn darauf bei der Abnahme? Weißt du, da bin ich dann schon wieder so. Das heißt, einerseits bin ich ein bisschen nicht mehr stolz. Berufskrankheit. Ja, ich habe halt weniger mit Abnahmeschleifen zu tun. Ich schneide jeden Tag, wenn es läuft. Ich schneide jeden Tag. Ich gucke halt seit mein ganzes Leben lang jeden Tag einen Film oder zwei. Jetzt gerade bin ich in einer ähnlichen Phase wie du, dass ich manchmal gar nicht mal Bock habe, aber irgendwie denke ich muss oder so und dann finde ich nichts. Na, nervig. Also einerseits finde ich das irgendwie spannend, dass man diese ganze Fachkenntnis angehäuft hat. Und andererseits bin ich genau da, wo du eben meintest. Du hast die Berufskrankheit, dass du halt den ganzen Tag schneidest und so Soundfetzen und immer im, bei dir läuft ja immer mehr oder weniger Analyse. Das Programm, also das Schnittprogramm im Hintergrund, und du siehst, so wie Neo die Matrix siehst du da die Lines und die Effekte und wie die das gemacht haben. So, ja. Und Daniel ist ein Collector, der sammelt einfach Filmerfahrung, und bei mir ist zum Beispiel, bei mir geht es eher über die Emotionen. Ich speichere eigentlich nur Emotionen ab und kann die auch nur, ich kann nicht erklären, ob der jetzt so oder so. Ich kann einfach nur sagen, das fand ich lustig, das fand ich blöd, das fand ich doof. Und das Einzige, wo ich sagen kann, so intensiv beschäftigt, ne, dass es einen Upturn, das kenne ich nur von Pornos eigentlich. Ich weiß, was du meinst. Ich meine, es gar nicht lustig. Ja, ich weiß, was du meinst. Was glaubst du, warum ich 2003 den Job abgelehnt habe für 10.000 Euro Pornos zu schneiden? Was? Die haben mir so viel Geld angeboten. Ich so, oh, ein Maitz war da. Weißt du, neue Ableger von, ich weiß nicht, irgendwas ganz Bekanntem. Und die wollten halt so eine Nobelmarke machen und haben da halt diese DVD-Offering reingeholt. Und Maitz hat mich natürlich gefragt, hast du Bock? Hier, guck mal, die haben richtig Geld, die wollen richtig Gas machen. Und ich habe wirklich einen Monat überlegt. Und ich so, kannst du das? Oder mache ich das vielleicht nur so ein paar Wochen? Oder vielleicht nur so ein halbes Jahr? Weil das kannst du nicht. Du kannst doch nicht einen Pornofilm schneiden. Das kann doch nicht dein Lebensinhalt sein. Da bist du blöd irgendwann. Nee, aber dein Job? Also ein Auftrag, oder nicht? Nein. Für die Firma festarbeiten. Da war ich noch fest bei einer. Ah, fest. Die wollten mich fest abwerben. Das kannst du nicht dauerhaft machen. Und das heißt, jeden Tag Pornos schneiden. Ja, okay, ich kenne zwei Leute, die das gemacht haben, ein paar Jahre lang. Die meinten beide so, ey, Alter, nach einem Dreivierteljahr, du wirst verrückt, du kriegst fast eine Psychose. Aber gucken davon ist auch schwierig. Hä? Also, hä? So viel gucken. Ja, siehe. Aber das kommt aufs Gleiche raus, finde ich. Weil irgendwann hast du auch dieses Suspension of Disbelief. Irgendwann glaubst du das nicht. Die ist doch niemals Putzfrau. Und die will jetzt Sex mit dem? Die ist viel zu alt für eine Austauschschülerin. Okay, was nächste Frage? Ja, komm, lass uns ein paar Fragen durchhauen. Hör noch. Oh, oh. Welches Setstück würdet ihr am liebsten nach Hause nehmen? Ja gut, das ist für mich vollkommen klar. Daniel Schröckert. Den will ich gerne mit nach Hause nehmen. Du kannst mich jederzeit mit nach Hause nehmen. Machst du halt nicht. Ja, aber so. Eingepackt und dann stelle ich dich in die Ecke und dann verknote ich dich und dann sitzt du da und guckst den ganzen Abend zu, was ich so mache, und kannst nichts machen. Das fände ich ganz cool. Ich nehme den Terminator. Den da? Ja. Ja. Also ich, weil er sowieso meiner ist,
Der Teppich, der würde auf jeden Fall wieder zu mir. Also als allererstes. Den kannst du irgendwann mal verlosen. Ich hätte gerne den Terminator-Kopf, den finde ich schon so lange. Ich verlose den Teppich nicht, den hat mir meine Frau geschenkt. Ach so, okay. Was? Hatten wir nicht damals gemeinsam diese Hand auch, diese Terminator-Hand auch bestellt, über diesen Arm im Teil dieser DVD-Box? Hast du den Arm nicht? Weil meiner ist nicht nie gekommen, der wurde dann abgesagt. Ich hab den Arm nicht. Aber hast du nicht auch irgendwie so eine richtig große Terminator-Geschichte zu Hause? Nee. Ne? Hm. Leider nicht. Ist das eine DVD? Also, ich meine, das ist die DVD-Edition, glaube ich. Ja. Das war eine Special Edition. Genau. Zwar eine meiner, aber ich habe tatsächlich, glaube Terminator 2, bin ich sicher, aber vielleicht sogar die allererste DVD, die ich gekauft habe. Ich nehme Ripley mit nach Hause. Ja. Gut. Gerade zum ersten Mal entdeckt. Das sieht super geil aus. Larifari 90. Nee, nicht zu sehen, schade. Wenn ihr euch ein beliebtes Filmrequisit als Deko für das Kino Plus Set wünschen könntet, welche wäre das? Ich hätte gerne diesen Iron Man Helm, dem Mark II oder was weiß ich. Kennt ihr den? Den kennt ihr bestimmt von TikTok-Videos oder so, den du aufsetzen kannst, der Japaner gebastelt hat. Sich von alleine verschließt und sogar die Augenfarbe dann noch. So ein Asiate, der das gebaut hat? Nee, die kannst du kaufen. Ja, ich meine, aber das Video, was du gesehen hast, trug das ein Asiate? Oh, weiß ich nicht mehr. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Den kann man kaufen, der kostet irgendwie $500 oder so. Und ich habe wirklich schon überlegt. Ich weiß nicht, wie ich das zu Hause rechne. $500 nur. Und der funktioniert. Du setzt den auf und dann sagst du, weiß ich nicht, was sagt er? Ich glaube, du hast einen Knopf oder so. Aber du kannst es auch voice activaten. Echt? Ja, du kannst sagen, Iron Man suit up oder was weiß ich. Und so cool. Ich meine, wie toll waren die Anzüge auch, die ersten? Aber okay, also du sagst den Iron Man Helm, wahrscheinlich auch einen echten Iron Man Helm, weil es ist ja ein Filmrequisit. Ja, das hat ja der Typ selbst gebaut, oder? Ja, okay. Okay, ich nehme Episode 4, der Todesstern, die Oberfläche. Da haben sie doch diese, aus Bechern und so. Das würde ich dann hier an die Wand klatschen. Ich hätte gerne, und ich hoffe, er macht die gleichen Geräusche, ich hätte gerne den Loader, den Gabelstapler, den Powerloader von Aliens. Weil ich mag diesen Sound, dieses Alter, das ist eine sehr ikonischsten Szene, wenn diese Tür aufgeht. Ja. Und du siehst erst die Füße. Aber stell mal vor, der wird hier hinten so in der Ecke stehen. Der wird da gar nicht reinpassen, Alter. Ja, boah, okay. Geht. Nee, der ist ein bisschen zu groß. Aber halt. Als Modell ist der auch gut. Aber nimm doch das Modell aus dem Film, das ist so hoch. Ja, okay, dann nehme ich das. Aber den halt wirklich in so einer Echtgröße, das wäre schon ganz geil. Ja, total. Ja. Ja. Okay, noch komm, eine kriegen wir noch hin. Eine kriegen wir noch hin. Sagen, muss man hier. Was für Haarpflegeprodukte benutzt Daniel? Erzähl mal, Daniel. Fragt der Bruder von Mario. Der Bruder von Mario will wissen, welche Haarpflege du benutzt. Ey, Alter, Baseball Caps. Ich benutze keine Pflege. Doch, womit wäschst du dir die Haare? Womit ich mir die Haare wasche. Das. Ich habe so ein, keine Ahnung, ich habe so ein Derma-Shampoo. Ich kenne den Namen noch nicht mal. Also das ist einfach ein Shampoo. Ja, aber du hast doch schon irgendwas, schmierst du dir doch da rein. Die sind doch immer so angelegt. Da ist doch was drin. Ist das, ja, heute das, nicht, ist das nur die Mütze oder was? Also heute ist nur die Mütze. Ja, aber normalerweise wird doch da reingesipscht. Ja, ich hab ein bestimmtes Wachs. Ja, so ein Sprühwachs. Siehst du, das wollen die wissen. Das wollen die wissen. Das wollen die wissen. Okay, ich habe eine, und ich weiß aber auch nicht, welche Marke das ist, weil die kaufe ich halt bei meinem Friseur. Ah, Avena, Sprühwachs. Das ist halt so ein Sprühwachs in der goldenen Flasche. Oder goldenen Dose. Natürlich. Und der Titel ist, der Sprühwachs aus der goldenen Flasche. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich guck gern noch mal drauf, ja, wie das heißt, und versuch's dann irgendwann noch mal hier irgendwie unterzubringen. Eins von denen. Nee. Aber es ist interessant, ne? Jan Gustafsson hat ja sein Salzwasserspray, was er immer benutzt. Das ist auch smart, ja. Was ihr alles so für Tricks habt, interessant. Ja, früher bei uns war das Nivea. Nivea in die Haare schmieren? Nee, das habe ich nicht. Die ganzen Mädels bei uns haben immer alle Nivea in den Haaren. Ich hatte ja. Damit es halt nicht so fluffig ist, aber auch nicht total fettig, sondern so eine angenehme. Ich mache das bis heute noch manchmal. Wenn ich keinen Bock habe und keine Zeit, dann mache ich so. Also, ich rede davon so ein bisschen was auf den Fingern und dann machst du es halt so ein bisschen rein. Das habe ich. Nee, also beim Mund hatte ich ja die Haare echt ziemlich weit abrasiert. Da habe ich es mir dann immer auf die Kopfhaut geschmiert, aber nicht. Siehst du es hier irgendwo? So, ich bin gerade ganz geschockt, dass die Regie uns hier
gesagt, dass heute Valentinstag ist. Das war mir gar nicht. Oder erst morgen. Nee. Morgen ist Valentinstag. Morgen gestern war. Warte. Nee, da. Das da? Genau. Das Goldene? Ja. Es handelt sich hierbei um Gold Hair Care. Wie viel teuer? 200 Milliliter für 26,95. Oh. Ich weiß aber nicht, ob das ist und auch so viel Spray Zahl Wax. Gold Hair Care. Ich wusste gar nicht, dass es das ist. Let's go, Leute. Ja. Holt euch den Daniel Schröcker. Holt euch den Daniel nach Hause, die Daniel-Haare. Aber wirklich, ich habe einfach nur so ein Derma-Shampoo, keine Ahnung, und ich benutze dieses Wachs hin und wieder. Ansonsten mache ich da auch nichts. Okay. Ja. So. Ja. Auf die nächsten 10 Jahre, würde ich sagen. Gestern war Valentinstag. Falls ihr eurer Liebsten oder eurem Liebsten noch nichts geholt habt, habt ihr die Gelegenheit, bei uns im Shop gibt's gerade noch bis zum 18.02. 14% auf alles. 14%? Alter, muss ich einkaufen. Das ist ja 14%. Schlag ich direkt selber. Das ist doch bestimmt was für mich. Also ja. Ich meine, ich habe keine Frau, aber. Ja? Aber da kannst du ja auch Sachen für dich kaufen. Valentinstag für mich. Finde ich ganz gut. Ist doch okay. Ja. Du liebst dich ja schließlich auch selbst. So, ja. Jetzt wird's kompliziert. Ja, und falls ihr uns liebt, vielen, vielen Dank für die Treue, die ihr bisher gehalten habt. Vielen Dank für die Unterstützung, die ihr uns per Supporters Club leistet. Wenn ihr wollt und uns weiter unterstützen wollt, gerne könnt ihr da mit eintreten. Und ansonsten, ja, ey, ich weiß nicht, man sagt ja normalerweise auf die nächsten 10. Gucken wir nicht den Deadpool-Trailer jetzt? Das würden wir, wenn dann, abgesetzt machen. Ah ja. Aber wollen wir noch den Deadpool-Trailer hinten dran klatschen? Komm, als kleines Bonus-Item so. Geht das? Das sind ja nur 3 Minuten. Ha? Wenn wir den hier so hier hinten laufen lassen, ist das machbar? Ja, guck mal hier. Ton, wir brauchen Ton. Okay. Gut, okay. Das ist halt nicht auf Deutsch. Das waren ein paar harte Jahre. Müssen wir, sonst so kriegen wir Ärger. Wie sieht er denn jetzt aus? Ja, warte. Dank jedem Einzelnen von euch. Das ist ja der schönste Mensch der Welt. Wünsch dir was, Baby. Jetzt kommt. Wade Wilson? Wer fragt? Soll mir das etwa Angst machen? Tagging ist für mich nichts Neues, Freundchen. Aber für Disney. Mr. Wilson, Sie haben sich anscheinend eingenässt, als Sie bewusstlos waren. Ich war nicht bewusstlos. Wer sind Sie? Und warum bin ich hier? Kommen Sie mit. Ich liebe ihn. Ist das... Wer ist das? Wurmscans. Ach, ist das hier... Oh, Succession. Besonderes. Das ist Ihre Chance. Ein Held unter... Angus McFadden, oder wie er heißt, ne? McFadden. McFadden. Ich rieche, was Sie hier reintreten, Sensei. Ist das diese Zentrale? Das ist diese TVA von Loki. Immer verändern. Ich bin der Messias. Ja, ich bin Marvel Jesus. Aber jetzt ist es halt konsequent, ne? Natürlich. Das ist genau das, was man sich wünscht. Und das bekommt man auch von Deadpool, denke ich. Hilfe, bitte! Aber die TVA sieht jetzt halt nicht mehr so aus wie eine Serie. Und sie lassen Hugh Jackman echt so... Hier, Pyro aus X-Men 2. Ja. Ja, okay. Warte, großer Auftritt. Warte. Steh da nicht so blöd rum, du Affe. Hilf mir mal hoch. Nee. Ich schaff's allein, vielen Dank! Das ist auf Englisch natürlich ein bisschen. Aber krass, dass sie es echt so gering halten, die Screentime jetzt. Oder beziehungsweise, dass sie ihn so gar nicht. Sympathisch. Heißt der Film jetzt offiziell Deadpool und Wolverine? Ja. Cool. Hugh Jackman hat gepostet, der Film hieß Wolverine and the Asshole. And the Asshole. Beziehungsweise, bei diesem, da gibt's dieses Plakat mit diesem Anhänger, der so zweigeteilt ist, so ein Herzanhänger. Ja. Linke Seite ist Deadpool, rechte Seite ist Wolverine. Und dann stehen dann Best Friends. Und dann steht da. Und Hugh Jackman hat es gepostet mit Best is a stretch, so is friends. Sehr gut, ich freue mich drauf. Ja, ich muss auch sagen. Ich hab schon Bock drauf. Das ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich denke, so, oh, da habe ich, glaube ich, Spaß mit. Und das ist faszinierend, ich bin auch gleich durch. Das ist faszinierend, weil die ersten beiden habe ich maximal ein weiteres Mal geguckt. Maximal, aber das beim ersten Mal
hatten wir so viel Spaß damit. Ich habe den zweiten, haben wir, glaube ich, zusammen im Kino gesehen und hab gelacht, Tränen gelacht, habe Freude gehabt. Aber hatte diese Wirkung nicht mehr im Heimkino zu Hause. Ne? Das meinte ich. Nee. Der funktioniert beim ersten Mal mega, beim zweiten so. Aber der funktioniert auch besser mit Publikum, mit guter Laune im Kino, ja, als, weiß ich nicht, auf dem Bett abends alleine mit Kopfhörern auf dem Laptop. So. 100 Pro. Aber das ist mir völlig wurscht. Aber ich glaube, ich habe den zweiten, öfter gesehen als den ersten. Den ersten habe ich, glaube ich, auch wirklich nur einmal danach noch gesehen und dann nicht mehr so wirklich. Und den zweiten, den mochte ich aber so sehr, dass ich mir den noch ein, zwei, drei Mal. Ja, es kann sein, dass ich den sogar häufiger geguckt habe. Weil ich meine, der ist allein mit diesen ganzen Cameos, ne? Diese 5 Sekunden mit Brad Pitt und so, das ist halt schon. Eine Sekunde. Oder eine Sekunde. Das ist halt schon cool. Das sind geile Sachen mit dabei. Überhaupt das ganze Team. Egal. So. Los, ne? Okay. Jetzt haben wir wirklich doch viel, viel länger gemacht, als wir eigentlich vorhatten. Deswegen kann es sein, dass wir am Wochenende vielleicht kein weiteres Video hochladen, aber dafür habt ihr jetzt eben diese schöne Runde hier in XXL-Fassung oder beziehungsweise in deutlich längerer Fassung als eigentlich geplant. Wir hoffen, ihr könnt uns verzeihen. Wir werden noch eine richtige 500. Folge inklusive dieses 10-jährigen Jubiläums hier veranstalten und feiern. Also, wenn die 500. Folge kommt, was ja auch nicht mehr so lang ist. Machen wir wieder live? Dann hoffentlich machen wir live vor Publikum und dann werden wir noch mal die 10 Jahre gebührend feiern. Endlich mal angstfrei dann auch vor Publikum. Ja. Das wäre auch mal ganz schön. Das heißt, kannst ja mal ein Stand-up machen. Genau, das heißt, es gibt ein nächstes Manifest. Ja, du Scheiße. Ja. Aber dann kann man nicht diesmal wieder rummotzen. Zum Beispiel. Weil letztes Mal habe ich, ne? Ja. Habe ich die andere Richtung. Aber es, ja, Manifest. Bereite ich mal noch vor. Oh, oh, oh. Ende September, Anfang Oktober müsste es soweit sein. Okay. So, bis dahin haltet ihr uns hoffentlich noch die Treue und wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Rest Donnerstag und ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.